Sag mal, Finn, seid ihr denn jetzt schon richtig zusammen? Was? Also, wart ihr schon mal in der Kiste? Es wird doch langsam mal Zeit. Boah, du hast so allonormative Vorstellungen. Was? Alu? Aluminium? Darum geht's doch gar nicht. Inspektrum. Der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich komme aus Österreich, bin weiß, 26 Jahre alt und verwende keine Pronomen. Hallo, hier ist Noah, ich bin Ace und demiromantisch und außerdem sehe ich mich als aplatonisch. Ich komme aus Deutschland und ja, wir sind heute nicht allein. Wir haben mal wieder jemanden, der lange nicht dabei war, mit dabei. Ja, lange nichts mehr von euch gehört oder mit euch aufgenommen. Genau, ich bin Yoshi, ich bin 26, Aro Ace Agender und komme auch aus Deutschland. Und also, ich bin mir fast sicher, dass es heute nicht um Aluminium geht. Finn, um was genau geht's denn heute? Also, wir sprechen heute über Allonormativität. Und zwar darüber, was das eigentlich ist, was eigentlich die Konsequenzen von Allonormativität sind und auch, was unsere Erfahrungen sind, beziehungsweise Erfahrungen aus der Community. Wir haben ja wieder so eine schöne Umfrage gemacht. Und dann am Ende fragen wir uns noch, ja, wie gehen wir damit jetzt um? Wie können wir damit umgehen? Das war's dann auch und ich rede nicht mehr lange um den heißen Brei herum, sondern wir fangen jetzt mal an mit der Folge, oder? Ja, klingt gut. Hier noch einmal Finn mit den Inhaltshinweisen zur heutigen Folge. Im Zusammenhang mit dem heutigen Thema sprechen wir über Sex, aber auch sehr viel über Allonormativität, also allonormative Vorstellungen und Erwartungen. Und wir zitieren dabei auch immer wieder allonormative Aussagen. Außerdem reden wir viel über die Abwertung von zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen kein Sex stattfindet, aber auch über die Abwertung von partnerinnenschaftlichen Beziehungen ohne Sex oder mit nur sehr wenig Sex. Wenn du dich mit einem dieser Themen unwohl fühlst, schau doch gerne in unsere Shownotes. Dort steht ganz genau, wann wir über was sprechen und du kannst dann einzelne Stellen gezielt überspringen. Wenn du gerne die ganze Folge überspringen willst, dann kannst du das natürlich auch gerne tun. Ja, vielleicht hörst du uns dann ja in 2 Wochen wieder. Oder wenn du sie trotzdem hören möchtest, dann tut's dir vielleicht gut, das mit einer Person zu hören, der du vertraust oder sonst wie dir einen sicheren Rahmen zu schaffen dafür. Aber wie du das machst oder machen möchtest, weißt du ja selber dann am besten. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal mit der Thematik ein. Vorneweg möchte ich aber noch sagen, den Begriff Allonormativität können wir uns auch wieder nur asymptotisch annähern, weil, wie ihr wisst, man kann nie hundertprozentig etwas genau erklären. Man kann immer nur versuchen, so nah wie möglich an den Kern ranzukommen. Und ich würde vorschlagen, starten wir doch mal mit einer Definition vom Queerlexikon. Ich lese die einfach mal vor. Und zwar steht da: Allonormativität ist eine Norm in unserer Gesellschaft, die davon ausgeht, dass jede Person Sex und eine romantische Beziehung, ich möchte dazu sagen, im weitesten Sinne auch Freundinnenschaften haben will. Sex und romantische Beziehungen werden dabei als ein normaler und notwendiger Teil des Erwachsenwerdens und des Alltags angesehen. Das führt zu Diskriminierung von asexuellen und aromantischen Personen, auch Aspec-Feindlichkeit genannt. Allonormativität ist ein Teil der Heteronormativität. Was ich jetzt vorneweg sagen möchte, wir werden uns jetzt besonders auf den Teil, der eben von Sex ausgeht, beziehen, weil was den romantischen Teil angeht, werden wir zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal bei Amatonormativität drauf zu sprechen kommen. Genau, und über Freundinnenschaften werden wir ja auch immer wieder mal reden. Finden wir auch noch eine Gelegenheit, ganz bestimmt. Also in dem Sinne verstehen wir dann Allonormativität jetzt in dieser Folge als quasi die Annahme oder eine gesellschaftlich verbreitete Annahme, dass Sex gesund und wichtig ist, vor allem für romantische Beziehungen und dort auch notwendig ist und dass eben alle Menschen sexuelle Beziehungen unterhalten und oder anstreben sollten und dann eben auch die Annahme, dass romantische Beziehungen ohne Sex nicht funktionieren können deswegen.
daraus resultierend ja auch die Annahme in Beziehungen, dass Sex immer dazugehört. Also dass der Partner es halt auch häufig erwartet, weil das ist halt der Normalzustand, in Anführungszeichen. Genau. Was ja dann auch eine Auswirkung auf die Möglichkeit von Konsens hat oder wenn eine Person nicht weiß, dass sie da Nein dazu sagen kann. Aber darüber sprechen wir nachher sicher auch nochmal. Und eben auch diese Erwartungshaltung, die dann daraus auch resultiert, dass sexuelle Beziehungen einfach ein Standard sind, den alle Menschen haben und alle Menschen führen die oder wollen die zumindest führen. Und eben auch die Annahme, dass dann auch alle Menschen sexuelle Anziehungen erleben oder sexuelle Anziehung anderen Menschen gegenüber erleben auf eine signifikante und quasi der Norm entsprechende Art und Weise. Häufig wird Sex ja auch so als höchste Stufe der Intimität betrachtet und als, wenn du keinen Sex mit mir hast, liebst du mich nicht, was dann alles in einen Topf geworfen wird. Genau. Da sehe ich ja eben auch das Problem, dass romantische Beziehungen eben als primärer Raum für sexuelle Interaktion gesehen werden, was dann zum Beispiel für Personen wie mich, die eben echt sind, aber schon romantische Beziehungen führen wollen, gerne mal, eben echt schwierig wird. Ja, aber das ist nicht nur für Aces ein Problem, sondern auch für Arus oder auch einfach für Personen, die außerhalb von romantischen Beziehungen sexuelle Beziehungen eingehen wollen, also sexuelle PartnerInnenschaften haben oder einfach nur auch nur One-Night-Stands, wenn das die sexuellen Beziehungen sind, die eben führen will. Und wo es dann heißt, eben, ich meine, natürlich sind wir jetzt da schon an einem anderen Punkt gesellschaftlich, als wir mal waren. Aber Slut-Shaming ist ja immer noch ein Ding. Oder die Annahme, dass halt, wenn jemand viel Sex mit vielen Leuten außerhalb von romantischen Beziehungen hat, dass das irgendwie defizitär wäre, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Das macht mehr Druck, als es sein müsste. Ja. Also es geht einfach in beide Richtungen. Wenn ich sage, ja, romantische Beziehungen, dort soll Sex sein, dann ist das schwierig für Leute, die Sex außerhalb von romantischen Beziehungen haben wollen oder eben auch nicht nur eine romantische und sexuelle Beziehung sogar, ist dann auch schon tricky, wenn diese Annahme besteht mitunter, aber auch für Leute, die eine romantische Beziehung ohne Sex haben wollen. Dann stellt sich uns ja auch direkt die Frage, wo kommt Allonormativität eigentlich vor? Also wie erleben wir das? Wo begegnen wir dem? Weil, ja, und wir haben ja auch wieder eine Umfrage gemacht zu dem Thema und mit der würde ich jetzt gleich einmal einsteigen. Da möchte ich jetzt gleich auch vorweg nochmal bei allen bedanken, die unsere Umfrage ausgefüllt haben. Und die Antworten waren wieder sehr aufschlussreich und das freut uns immer sehr, die zu lesen. Und wir wollen jetzt gleich mit Frage 1 einsteigen, nämlich mit: Hast du Erfahrungen mit Allonormativität im Alltag gemacht? Wenn ja, welche? Möchtest du von einer oder mehreren Situationen erzählen, in denen du Allonormativität erlebt hast? Yoshi, erzähl. Ich soll erzählen, okay. Ja, ich habe da in der Tat sehr, sehr viele Beispiele für. In der Tat auch sehr, sehr stark in meiner Familie. Also mein Vater war zum Beispiel der Meinung, ich müsste auf jeden Fall mit meinem Freund Sex haben und dass ich noch Jungfrau bin, aber in einer Beziehung fand er damals, ging gar nicht. Wo ich mir so denke, okay, mein Sexleben geht mein Vater einfach mal gar nichts an. Oder auch dann bei Ärzten oder in der Schule, also tritt bei mir sehr, sehr stark und häufig auf. Also bei mir war es früher so, also auch so in Teenagerzeiten, Anfang der 20er, da hatte ich das auch im Freundinnenkreis damals, als ich dann meine erste Beziehung, die habe ich ja mit 19 gehabt, kam dann immer so die Frage, und habt ihr schon? Also im Prinzip die Situation, die wir im Cold Open auch geschildert haben, dass da solche Fragen öfter mal kamen. Mein damaliger Freund und ich, wir haben dann irgendwann einfach behauptet, wir hätten schon, eher als wir es tatsächlich mal versucht hatten, weil es uns beiden auf die Nerven ging. Und ja, bei einer Gynäkologin hatte ich das Thema auch, da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Ich hatte das Erste, was mir einfällt, ist noch nicht so lange her, betrifft mich aber nicht direkt, sondern eine Person, die ich kenne, die ist um einiges jünger als ich und wurde von ihren, also ihre Eltern haben mir dieses Jahr nicht erlaubt, zu ihrem Schulball zu gehen und diese Person hat mir erzählt, das wäre quasi unter anderem begründet worden oder halt nicht wirklich begründet worden mit, ja Jungs und du weißt ja, wie Jungs sind und Zwinker, so, okay, sure. Also abgesehen davon, dass es ja generell bei jedem Menschen unterschiedlich ist, das auch noch an Gender zu hängen, ist
faszinierend, um es vorsichtig auszudrücken. Es ist richtig, so richtig binär und stereotypisch. Und diese Person, von der ich da rede, die hat auch bislang relativ wenig Interesse an Sex gezeigt. Also, ja, probably not, I guess. Ja, was mir dann noch einfällt, ist zur Annahme, dass alle Leute sexuelle Anziehung empfinden, auch eher wie immer drüber geredet worden ist, als wüsste da jeder, worum es geht. Und die Annahme, die ich immer, die mir sehr oft begegnet ist, früher vor allem, oder auch, nee, eigentlich die mir immer noch immer wieder begegnet, in ein bisschen einer anderen Form, so, ja, man verliebt sich, man hält Händchen, dann küsst man sich und dann geht das automatisch immer weiter und dann liegt man gemeinsam im Bett und hat Sex quasi, so. Und ich so, nee, eigentlich nicht unbedingt. Ich finde das immer so bei irgendwelchen Filmen total faszinierend. Ich gucke sehr, sehr gerne solche Hollywood-Schnulzen-Filme so. Und ab und zu sind dann auch die, wo Leute feiern gehen und dann beim ersten Date irgendwie sind und dann so, ja, ich hab, normalerweise mache ich sowas ja nicht und dann beim ersten Date Sex haben. Und wo ich mir so denke, das scheint in diesen Filmen super verbreitet zu sein. Und ich sitze da und denke mir so, ja, das sind Dinge, die ich halt so einfach nicht mal verstehen kann. Geschweige denn, also ich dachte früher mal, das wäre so eine Verschwörung. Alle Menschen in Filmen haben sich verschworen und haben Sex in Beziehungen gehört dazu und ja, die haben sich alle abgesprochen oder so. Eine Verschwörung. Sexverschwörung. Ja, was weiß ich, also vielleicht ist das ein, in Filmen wird immer Sex gehabt, weil dann sieht man mal was anderes oder so. Keine Ahnung. Nein, also ich finde, da ist das ja gar nicht das Problem, aber einfach die Allgegenwart und diese Normativität davon ist so ein bisschen, ist ja das, was ich da eher kritisieren würde. Also, dass eine Abweichung nicht wirklich möglich ist. Oder auch, dass in meiner Erfahrung auch mir dann, wie ich jünger war, also jedes dieses, immer wenn ich gesagt habe, ich will kein, also damals ging es vor allem um penetrativen Sex, um Penetration, weil immer wenn ich gesagt habe, das will ich nicht und weil ich wusste, dass ich keinen penetrativen Sex will, dann kam erstmal die Frage, ja und was ist mit Kindern? Und das wusste ich damals noch nicht, dass ich keine Kinder will, aber ich hatte dann wirklich so eine Situation, wo ich gesagt habe, ja, es gibt künstliche Befruchtung. Und wenn mir dann nach Nähe ist, kann mir mein Freund ja die Hand halten. Das finde ich eine gute Einstellung. Es waren alle sehr schockiert von dieser Aussage. Aber allein das zeigt ja irgendwie die Normativität. I guess. Also ich glaube, mir hat damals echt so ein bisschen Sorge bereitet, dass es eigentlich immer nur dieses eine Bild gab, was eben in Filmen, aber auch in Büchern vorkam, mit man lernt sich kennen. Und wenn man sich wirklich gern hat, dann vögelt man. Ich habe ja nichts dagegen, aber geht es echt nur so? Und da hatte ich halt damals Angst vor, dass es scheinbar die einzige Möglichkeit ist. Also schien mir damals so. Ich hatte mich dann auch mal mit Bekannten darüber unterhalten, dass ich Sex jetzt nicht sonderlich interessant finde und damals hatte ich aber noch keinen Sex gehabt und dann waren Leute natürlich der Meinung, dass das ja bloß daran liegen würde, dass ich noch nie Sex gehabt habe und wenn ich dann Sex hätte, dann würde ich ja feststellen, wie toll das ist. Und dann hatte ich Sex und fand es immer noch uninteressant und dann hieß es ja, du musst nur auf den richtigen warten. Also ich habe jetzt kein Problem mit Sex im Grunde, aber beziehungsweise mit bestimmten Arten von Sex, aber das Tollste auf der Erde ist es jetzt nicht. I would say. At least not for me. Also, ich muss sagen, mir wurde dieses Bild auch immer gesagt, du musst es nur erstmal haben. Und Spoiler, ich hab's dann auch irgendwann. Und ja, es war jetzt nicht schlimm, aber ja, ich weiß, es gefällt einigen nicht, aber ich vergleiche es mit Abwaschen. Das war für mich damals so, okay, gehört zur Beziehung dazu, also mache ich's. Genauso wie Abwaschen, ich wasche ab, weil ich will sauberes Geschirr haben, aber besonders prickelnd finde ich es jetzt nicht. Ja. Ja, bei mir ist das ähnlich. Ich habe kein Problem mit Sex, ich habe auch ab und zu Sex und inzwischen habe ich das auch nur noch unter guten Bedingungen und seitdem das so ist, habe ich festgestellt, das ist für mich ein bisschen wie Lesen. Ab und zu macht es Spaß, aber ich habe jetzt nicht so das Grundbedürfnis danach, das unbedingt zu haben. So, wenn ich dann so meine Allo-Freunde anhöre, die dann erzählen, wie sie horny sind und so und ich sitze daneben, das klingt voll interessant und spannend, aber ich habe das nicht.
Ich finde das auch total spannend, ja, wenn ich das von anderen höre, wie das den Leuten gefällt. Ich freue mich für die, aber ich habe es halt selber jetzt nicht, das Bedürfnis. Da wäre es halt das Schöne, wenn unterschiedliche Bilder und Narrative von Beziehungen oder auch von Personen quer über alle Spektren zu sehen wären. Ja, das wäre echt cool. Denke ich, in Medien. Was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt mal gucken, was andere Personen noch so geantwortet haben? Ja, lies doch mal eine Antwort vor, wenn okay, du magst. Okay, ich fange mal von vorne an. Und zwar hat da eine Person geschrieben, die sich als asexuell, aromantisch, queer und nicht binär bezeichnet. Ich bin Ende 30, ich bin Single und hatte noch nie eine Beziehung, was für mich selbst völlig okay ist. Viele Menschen in meinem Umfeld finden das aber seltsam. Von sehr konservativen Menschen werde ich schon alleine deswegen ausgegrenzt. Andere reagieren mit Mitleid und meinen, sie würden mir einen Gefallen tun, indem sie mich mit Männern verkuppeln. Was in manchen Situationen für mich sogar schon gefährlich wurde. Zum Beispiel auf Partys, weil da auch noch Alkohol im Spiel war und meine Grenzen überhaupt nicht respektiert wurden. In anderen Fällen wurde auch einfach angenommen, ich wäre homosexuell und aufgrund dessen kam es zu Diskriminierung aufgrund von Homophobie. Okay, sprechen kann ich auch nicht mehr. Aber ja. Was meint ihr? Das finde ich immer gruselig, wenn andere Menschen der Meinung sind, sie wüssten besser, was gut für einen ist. Und also gerade mit Partys und Alkohol ist halt wirklich, also wie die Person schon meinte, echt gefährlich so. Und da verstehe ich einfach nicht, warum Menschen nicht die Grenzen anderer respektieren. Das ist mir unerklärlich. Ja, voll. Das ist ja auch gleich schon ein sehr, sehr krasser Einstieg, weil es da halt wirklich zu Grenzmissachtungen kommt. Und ich meine, das ist ja nicht nur, dass die Personen denken, ja, die Person wäre nicht glücklich oder sowas oder hätte irgendwie, ich meine, das ist schon schwierig genug. Aber das ist ja dann, ich musste jetzt eingreifen und diese Person mit wem verkuppeln. What? So, no? Ich meine, das ist ja ein komplettes Überschreiten des eigenen Zuständigkeits- und Kompetenzbereichs. Es tut mir sehr leid, aber nö. Grenzen sollten halt schon respektieren. Ja, ich würde sagen, es geht einfach gar nicht. Wenn eine Person nicht verkuppelt werden möchte oder irgendwas, dann sollte man das respektieren. Und wenn eine Person allein sein möchte, sollte man das auch respektieren. Außerdem, was die Leute immer, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so pauschal sage, aber was viele Leute einfach nicht verstehen, ist, allein ist nicht gleich einsam. Aber ja. Ja, total. Ich finde, da wäre ein guter Ansatz, wenn man den Eindruck hat, dass einer von seinen Freunden vielleicht irgendwie einsam sein könnte, dass Personen dann halt vielleicht mal nachfragen mit, hey du, bist du einsam? Dann kann die Person selbst entscheiden, ob sie einsam ist oder nicht. Und selbst wenn dann kommt, dass die Person einsam ist, dann kann man fragen, möchtest du, dass ich dich da unterstütze bei der Partnerwahl oder nicht? Also dass die Person halt selbst sagen kann, das möchte ich nicht. Ja, oder wenn du einsam bist, wie kann ich dich unterstützen oder so? Dann kann die Person immer noch sagen, ja, wenn du mir irgendwie helfen kannst, bin kennenzulernen oder so. Und wenn nicht, dann halt nicht. Vielleicht wünscht sich die Person auch einfach nur mehr Gespräche mit befreundeten Personen. Ja, voll. Ach Mann, ein anderer Aspekt von der Antwort, den ich so ein bisschen rausstreichen möchte, ist dieses, von sehr konservativen Menschen werde ich schon allein deswegen ausgegrenzt, weil das was ist, was oft oder wo ich weiß, dass es ein Stück weit so ist, aber was auch etwas ist, was Menschen oft ein bisschen widersinnig erscheint, dass konservative Leute Menschen ausgrenzen, weil sie noch nie eine Beziehung hatten oder keinen Sex. Aber es ist halt so, dass in bestimmten konservativen Weltbildern halt angenommen wird, ab irgendeinem Alter oder ab einem Alter heiratest du und dann hast du Sex. Und zwar genau in dieser Beziehung unter genau diesen Umständen. Seid fruchtbar und mehret euch. Genau, es ist nicht ein habt niemals Sex, sondern es ist ein findet einen Partnermenschen, der in einer heterosexuellen Beziehung habt dann Sex unter diesen Umständen und kriegt Kinder, basically. Und das führt dann halt schon auch zu einem Stigma und Ausgrenzung mitunter. Wobei da ja sogar dann auch noch Druck aufgebaut wird, dass man dann auch noch Kinder haben muss, was ja dann halt auch problematisch wird. So, es gibt Leute, die können keine Kinder kriegen und da gibt es wirklich immensen Druck teilweise von Familien, befreundeten Menschen oder ähnliches und da gehen wirklich auch diverse Beziehungsstrukturen kaputt, also sowohl Beziehungen als auch Freundschaften als auch Familien können dann sowas hart kaputt gehen
Und das ist so dieses, lasst Menschen doch einfach Menschen sein. Ja. Oh Gott, ich muss gerade wieder meinen Kirchenrechtsprofessor denken, aber das habe ich erst in der Aufnahme erzählt. den ich gefragt habe in Sakramentenrecht, ich habe eine Vorlesung Sakramentenrecht belegt, irgendwann in meinem Bachelor nebenbei, in einem Themenmodul. Da gibt's ja eben das Kirchenrecht, dass verheiratete Paare auch Kinder kriegen müssen auf biologischem Weg und sexuell, also oder Sex haben müssen im Grunde. Aber es geht eben zurück auf dieses, sie sollen Kinder kriegen und aus dieser Ehe soll etwas kommen. Sie sollen fruchtbar sein. Und ich habe dann aufgezeigt und ihn gefragt, was denn wäre, wenn ein Paar sagt, sie wollen gerne keine leiblichen Kinder haben, sondern Kinder adoptieren. Dann hat er mich erstmal angeschaut und meinte so, wieso sollte das irgendjemand wollen? Wieso nicht? So, well. Aber ist auch ein Fall für Allonormativität, I would say. Hier passt das ganz gut, wieder mal. Wollen wir vielleicht noch eine Antwort vorlesen? Ja, ich kann vorlesen. Also, eine Person hat geschrieben. Ein Bekannter erzählt, seine Ex-Freundin wäre prüde und verklemmt gewesen, weil sie wenig interessiert an Sex war. Meine Mutter hat mir schon als Jugendliche erzählt, wie wichtig Sex in einer Beziehung ist und eine Beziehung, in der Mann und Frau wie Bruder und Schwester leben, nicht normal oder gesund ist. Also, was mich hier schon wieder auffällt, gleich am Anfang, also, wenn du weiblich gelesen bist, in der Gesellschaft hast du zwei Probleme. Entweder du wirst als Schlampe bezeichnet, weil du zu viel gemacht hast, oder du bist prüde oder sonst irgendwas, weil du zu wenig machst. Also, du kannst den Leuten nicht recht machen, oder? Sorry, ich muss das jetzt mal rauslassen. Ich würde dem zustimmen. Das ist wirklich ein sehr enges Feld, in dem du dann die Erlaubnis hast, etwas zu tun oder eben nicht. Nämlich in einer Beziehung. Genau dann, mit einer Person. Und wehe, du beendest die Beziehung und fängst eine andere an. Dann hast du ja eine zweite Person auf deiner Liste. Das geht ja nicht. Weder parallel noch seriell ist es erlaubt, mehr als eine Person zu haben, mit der man Sex hat. Ach Mensch, wobei seriell langsam besser geht, aber trotzdem, es ist trotzdem zu eng und wie gesagt, man kann es dem eben nicht wirklich recht machen. Ja, das ist auch dieses wenig Interesse an Sex gleich prüde und verklemmt. Ich meine, mein Interesse an Sex ist auch nicht sonderlich groß, mein theoretisches Wissen ist aber enorm. Ich hatte als Jugendliche 27 verschiedene Aufklärungsbroschüren in meinem Zimmer, ich habe die auch alle gelesen. Ich habe ein sehr hohes theoretisches Wissen, aber das heißt ja nicht, dass ich es auch praktisch umsetzen muss. Du bist Teil eines Podcasts, der immer wieder mal über Sex spricht. Nutz es. Und wir haben uns hier heute schon über unsere persönlichen Einstellungen zu Sex unterhalten. Also, ich bestätige euch einmal, ihr seid nicht verklemmt, würde ich sagen. Ich glaube, wenn wir verklemmt wären, würden wir über dieses Thema gar nicht reden. Ich glaube nicht, also nee. Sagen wir es so, ich kenne eine Person, wo ich sagen würde, die Person ist verklemmt und das sage ich, weil A, die Person das selber über sich mal gesagt hat und B, habe ich der Person mal erklärt, was ein Blowjob ist, die Person ist rot angelaufen und wortlos weggegangen. Oh, okay. Es war für mich sehr unterhaltsam, weil die Person mir immer erzählt hat, wie wichtig es ist, aufgeklärt zu sein und ähnliches und die Person selbst nicht sonderlich aufgeklärt war. Das klingt so ein bisschen wie, da kann ich auch eine Story aus Teenager-Tagen erzählen, als wir endlich alle 18 waren und die ganze Mannschaft, die schon vorher einige davon einfach aus Spaß aller Freude viel Sex hatten, was ja auch völlig in Ordnung ist, ich natürlich nicht, weil hatte ja nie Interesse dran, sind gemeinsam in einen Sexshop gegangen. Alle haben so, weil ich ja noch nicht hatte, sich so ein bisschen über mich lustig gemacht. Und na, wir gucken mal, wie Klein Noir da so drauf reagiert. Am Ende sind wir rausgekommen, alle knallrot, außer ich, weil mich hat's nicht interessiert. Das war irgendwie lustig. Also so im Nachhinein, weil ich mich auch gewundert habe, wieso sind die alle so rot? Was war jetzt dabei? I don't know. Aber ich möchte noch gerne auf den zweiten Teil eingehen von der Antwort. Der geht nämlich genau auf dieses Sex in Beziehungen ein. Und ich habe da auch eine Erfahrung, aber auch eben von einer befreundeten Person von mir, die mir mal erzählt hat, dass allerdings jetzt nicht direkt zu Sex, aber dass die Mutter sich scheinbar darüber
mokiert hat oder zumindest getratscht hat, dass bei den Großeltern, also ich glaube den Eltern vom Vater, doch irgendetwas nicht stimmen kann, weil die schlafen ja in getrennten Schlafzimmern und diese Kinder sind ja mit Fremden in einem Haus aufgewachsen und das finde ich auch so furchtbar. Es ist so quatschhaft, weil ob du jetzt Sex hast oder ob du in einem Schlafzimmer schläfst regelmäßig, sagt ja nichts über die Qualität deiner Beziehung aus oder wie du mit Kindern umgehen kannst oder sonst jemanden. Ja, und auch in einem Bett schlafen oder nicht. Also ich hatte auch schon eine Beziehung, in der ich Sex hatte und wir trotzdem in getrennten Betten geschlafen haben, weil er Schwierigkeiten hatte zu schlafen, wenn irgendwie Leute mit ihm knuddeln oder ähnliches. Das ist so, das gibt so viele verschiedene Gründe für so viele Details. Als Außenstehender weiß man das halt auch nicht immer, weil wer bindet das schon jedem anderen auf die Nase, aus was für Gründen man was wie immer tut. Also eben ist es doch kein Problem, wenn man zwei Schlafzimmer hat. Man kann doch auch, man hat doch Beine, man kann doch rübergehen, wenn man Sex haben möchte. Und dann vögelt man eine Runde und wenn man dann, wie ich zum Beispiel, lieber allein in einem Bett schläft, dann geht man dann wieder zurück. Ist doch eigentlich überhaupt kein Problem. Oder auch wenn Menschen überhaupt keinen Sex in ihrer Beziehung haben, dann ist das ja auch nicht ungesunder oder eine schlechtere Beziehung. Also dieses wie Bruder und Schwester leben, where's the problem? Was ist das Problem? Und man kann auch durchaus außerhalb von Betten Sex haben. Das natürlich auch. Ja. Aber das wollte ich gerade nicht sagen. So genau wollten wir da, glaube ich, jetzt nicht drauf eingehen. Aber mir ist das auch aufgefallen. Mir fällt gerade ein, ich hatte auch so einen Kommentar zu einer meiner Beziehungen von einer anderen Person. Die hat mich und meinen Freund öfter mal gesehen, also meinen damaligen Freund. Und die hat das kommentiert, also eure Beziehung ist einfach viel zu kumpelhaft. Wo ich auch überlege, wieso? Wieso ist sie zu kumpelhaft? Also, ja, naja. Also ich meine perfekte Beziehung wäre quasi eine Beziehung mit einer Person, wo ich sage, das ist mein bester Freund. Also ich finde, das ist so ein, okay, wenn es ein Mensch ist, den ich als meine Familie oder meinen besten Freund oder so betrachte, dann ist das das Beste, was ich erreichen kann. So, das, ja, das fände ich total cool, jemanden zu haben, der für mich mein bester Freund ist, mit dem ich in einer Beziehung bin. Also da kann ich mir gar nichts Schöneres eigentlich vorstellen. Und so wie Bruder und Schwester fände ich halt nicht schlimm. Ich bin mit meinem Bruder aufgewachsen, klar haben wir uns ab und zu gestritten, aber so für mich war er immer der Mensch, wo ich hingehen konnte, wenn ich Probleme hatte, der mich beschützt hat, wenn Leute mich in der Schule geärgert haben. Das war so, mein Bruder war mein Held zu Kindheitstagen so und ich weiß nicht, ich finde, es gibt Schlimmeres, als mit netten Menschen eine Beziehung zu führen. Also ehrlich gesagt, für mich klingt das auch nach einer sehr schönen Beziehung, also warum nicht? Aber ich würde gerne nochmal sagen, wir hätten noch mehr Antworten. Wollen wir vielleicht noch eine vorlesen? Yoshi, willst du vielleicht mal? Ja, kann ich gerne machen. Ich wollte meine Corona-Impfung auffrischen lassen und wurde vom Arzt gefragt, ob ich schwanger bin. Dies habe ich verneint. Er hat dann auch mehrmals erwähnt, dass die BioNTech-Impfung bis zu einer gewissen Schwangerschaftswoche sowieso unproblematisch ist und ich mir keine Sorgen machen muss. Ich hatte noch nie Sex und war daher auch noch nie schwanger. Ich hatte den Eindruck, dass der Arzt mir nicht glaubte, dass es keine Möglichkeit gibt, dass ich schwanger bin. Er ist von einer Person, die Aroace ist und ich kann das so nachvollziehen. Ich hatte dieses Gespräch mit Ärzten schon so häufig. Die glauben einem das einfach nicht. Total. Oh ja, vor allen Dingen, wenn man so ein Mensch wie ich ist. Ich bin ja ein bisschen flüschiger. Also wie oft ich da schon Leute hatte, die dann gedacht haben, ich bin schwanger und mir das dann noch dreimal erklären wollten. Nein, bin ich nicht. Bin einfach nur flüschig. Sorry. Ich habe das Problem, dass bei mir gerade in Stresssituationen mein Zyklus sich stark verschiebt. Das kann dann schon mal dazu führen, dass meine Tage 1 bis 2 Wochen später auftauchen, was sehr doof ist, wenn man über längere Zeit im Krankenhaus ist und die Ärzte dann da sitzen mit, sind Sie schwanger? Nein, aber Sie haben Ihre Tage noch nicht. Ja, das ist normal. Das glaube ich nicht. Machen Sie mal den Schwangerschaftstest. Ich da sitze, es ist unmöglich, dass ich schwanger sein kann. Das ist doch auch gar nicht selten. Ich meine, gut, bei mir ist das nicht extrem, aber wenn ich Stress habe, kann die auch mal ein paar Tage eher kommen bei mir. Also das kann passieren. Ja, so nach dem Motto, ich hatte die letzten 2 Monate mindestens keinen Sex mehr. Ich bin sicher nicht schwanger. Jetzt. Ich hatte seither meine Tage. Okay. Noch krasser, also noch extremer wird's ja dann bei GynäkologInnen im Grunde teilweise. Wo Leute, die ja dann teilweise gar nicht wissen, was sie mit Leuten anfangen, die
keinen Sex haben. Schon gehört, dass Leuten gesagt haben, ja, sie sollen halt wiederkommen, wenn sie Sex gehabt haben. Also, okay. Das fand ich auch. Ja, das fand ich ganz cool. Bei meiner einen Gynäkologin, das war, bevor ich umgezogen bin, das war auch so die erste Gynäkologin, die ich mir selbst suchen musste. Also, wenn man umzieht, muss man halt ja einen neuen Gynäkologen suchen. Und weil ich halt auch gerade das erste Mal irgendwie so einen Alltag habe, wo es halt so, ja, mit Vorsorgeuntersuchungen und sowas anfing, war ich so ein, okay, wie häufig soll ich hier eigentlich auftauchen? Und sie meinte, naja, wie aktiv ist denn ihr Sexleben? Meinte ich so, naja, sagen wir, es ist nicht existent, das beschreibt es am besten. Und dann meinte sie, ja, dann müssen Sie nur einmal im Jahr vorbeikommen. Wenn Sie häufig Sex haben sollten, dann kommen Sie zweimal im Jahr vorbei. Und das fand ich so, das fand ich eine sehr schöne Erfahrung, wo sie da saß mit, okay, einmal im Jahr ist ganz sinnvoll, um zu gucken, ob alles okay ist. Wenn sie häufiger Sex haben, ist es sinnvoll, sich auf Geschlechtskrankheiten testen zu lassen regelmäßig. Dann kommen sie zweimal im Jahr. Das war eine sehr schöne Erfahrung, aber leider auch die einzig schöne Erfahrung, die ich in dem Zusammenhang bisher irgendwie hatte. Aber es ist trotzdem schön, mal von einer schönen Erfahrung zu hören in dem Zusammenhang. Also es gibt auf jeden Fall gute Frauenärzte und Frauenärztinnen, die gut mit sowas umgehen können. Leider nicht so viele. Ja, das ist auch so ein bisschen ein Bias, weil natürlich unterhalten wir uns jetzt in Aceback-Räumen häufiger darüber, wenn Leute schlechte Erfahrungen gemacht haben wieder mal oder sich irgendjemand wieder auskotzen muss oder so. Und dann unterhält man sich auch eher über die Probleme. Aber ich find's richtig gut, mal was Positives dazu zu hören. Also ich kann sagen, dass ich mehrere Leute inzwischen kenne, die positive Erfahrungen gemacht haben. Und ich guck mal, wenn ich's finde, werde ich das vielleicht empfehlen. Packe ich es in die Shownotes. Ich habe auch einen Podcast, da unterhält sich eine Frauenärztin mit noch einer befreundeten Person und ich finde es auch ziemlich cool, den beiden zuzuhören. Wenn ich ihn finde und dran denke, dann kommt er auch in die Shownotes. Ja, also es gibt auch gute Beispiele. Ich hatte nur halt leider bisher ein bisschen Pech. Ja, eine Antwort haben wir noch ausgesucht. Soll ich die vorlesen? Ja. Gerne. Gut, dann lese ich mal vor. Ja, in der Schule und jetzt an der Arbeit. Es wird bzw. wurde immer erwartet, dass man, wenn man eine Person mag, diese direkt sexuell anziehend findet. Wenn ich zum Beispiel sagte, ich mag den Schauspieler XY, erhalte ich immer Antworten wie, ja, so jemanden hat man gerne im Bett, etc. Früher habe ich sowas nicht verstanden, weil die Person zwar gut aussieht, aber ich habe mir nie gedacht, ich möchte mit dieser Person schlafen oder ähnliches. Mit der Zeit habe ich erst gemerkt, dass andere das wohl ständig tun und ich die war, die anders ist. Ebenso werden ständig irgendwelche sexuellen Witze gemacht, mit denen sich gefühlt jeder in meinem Umfeld identifizieren kann, nur ich nicht, weil ich diese Anziehung nicht verspüre. Sobald ich aber nicht mitmache oder zustimme, gelte ich als prüde, langweilig oder ich habe die richtige Person noch nicht gefunden. Genauso, wenn jemand schlechte Laune hat, höre ich an der Arbeit, früher in der Schule oder auch im Familien- und Freundeskreis, dass diese Person wohl unbedingt mal wieder Sex haben müsste. Oh, da ist echt viel drin. True. Ja, definitiv. Also den Satz mit, diese Person müsste unbedingt mal wieder Sex haben, habe ich auch schon sehr, sehr häufig in meinem Leben gehört. Und auch das mit dem, ja, jemand hat man gerne im Bett oder sexuelle Witze. Ich kann das inzwischen auch sagen, weil ich relativ gut in Mustererkennung bin und deswegen gelernt habe, was andere Leute als hot empfinden oder ähnliches. Und dann da sitzen kann, mit die Person sieht heiß aus. Aber ich sitze da und denke mir so, ich möchte aber keinen Sex mit diesen Menschen haben. Aber ich kann auch inzwischen sehr viele zweideutige Witze bringen. Und bin auch in der Tat in meinem Freundeskreis dafür bekannt, dass ich dauernd irgendwelche Witze dieser Art mache. Einfach nur, weil es ja bei mir also erlernt ist. Also zweideutige Witze kriege ich inzwischen auch hin. Das habe ich sogar recht schnell gelernt. Aber ich habe das halt auch mit den Schauspielern zum Beispiel nicht verstanden. Ich stand zum Beispiel damals auf einen Charakter aus einem Film. Den fand ich total cool. Aber es war halt der Charakter und die Art und Weise. Nicht der Schauspieler. Aber alle haben dann gedacht, ich stehe total auf dem Schauspieler. Ich meine, ästhetisch gesehen sieht die Person auch nicht verkehrt aus, aber die hat mich nicht interessiert. Mich hat wirklich der Charakter und die Art und Weise interessiert, aber das den Leuten zu erklären, habe ich irgendwann aufgegeben und habe dann einfach so getan, yay, ich stehe total auf den Schauspieler, wuhu. Tat ich natürlich nicht.
Ja, es gibt ja auch so zumindest bei mir im Freundeskreis gab es gerade in Jugendzeiten dieses: Und auf wen stehst du? Welchen Lehrer findest du toll? Welchen Schauspieler findest du toll? Und dann hatte ich auch einen Schauspieler, den ich total toll fand, aus dem einfachen Grund, dass er halt ein echt guter Schauspieler war. Also er konnte jede Rolle spielen, total unterschiedliche Rollen. Der war halt wirklich ein echt guter Schauspieler. Und alle anderen fanden den halt total heiß. Und ich saß da, ne, ich finde ihn halt gut, weil er gut ist in dem, was er tut, so. Und das war auch dann oder auch schwierig, Zeitschriften. Manchmal. Wenn man sich dann so diese, für weiblich gelesene Personen gab es in meiner Jugend da so ganz viele Zeitschriften, gibt es, glaube ich, immer noch, so Bravo zum Beispiel. Ach, die gibt's noch. Ja, okay, gibt's gut, noch. Ich krieg's nicht mehr mit. Ja. Oder zumindest... Zumindest gab es sie vor 10 Jahren noch, sagen wir so. Ja, 10, naja, so, sagen wir mal so 15 Jahre, könnte man bei mir sagen, war das noch aktuell bei mir. Ich bin auch sicher, ja, dass es die jetzt noch gibt. Jedenfalls, also, da gab es ja auch immer so Bilder von vor allen Dingen männlich gelesenen Menschen drinne. Und da kam dann auch immer die Frage, boah, der ist am heißesten oder der ist am heißesten. Das Problem ist, für mich war das so ein Typ Mensch, so ein Typ Gesicht, und die Körper waren auch immer irgendwie alle gleich. Und dann sollte ich sagen, von Typ A, B und C, die alle der gleiche Typ Mensch waren, wer ist am heißesten? Ich konnte immer nur sagen, okay, die gucken alle irgendwie komisch. Die anderen nannten das Schlafzimmerblick. Für mich sah das aus wie Hasch mich, ich bin der Frühling. Ja! Wenn ich Glück hatte, war mal einer bei, der rausstach, weil er ein bisschen längere Haare hatte oder so, dann habe ich aus Verzweiflung gesagt, dass ich den heiß finde, weil er sah wenigstens ein bisschen anders aus. Aber ja. Oh ja. Ja, es ist auch so, mein Bruder hat irgendwann mal beschlossen, dass ich einen Typen habe, also dieses, mein Traumtyp sieht folgendermaßen aus, so. Und er hat dann lauter Eigenschaften genannt, wo ich da saß und mir dachte, ja, das trifft auf Personen zu, die ich eher anspreche, weil ich sie interessant finde, aber nicht, weil das irgendwie für mich sexuell attraktiv aussieht, sondern es waren halt alles Merkmale, die eher auftraten bei Leuten, die ähnliche Interessen wie ich hatten und deutlich weltoffener waren. So zum Beispiel Männer mit langen Haaren war früher für mich ein Zeichen mit, okay, die setzen sich ein bisschen wahrscheinlicher mit Klischees auseinander und sagen, okay, ich muss jetzt als Mann nicht kurze Haare haben oder ähnliches. Klar ist das alles sehr oberflächlich, aber die Wahrscheinlichkeit war früher doch dann größer, dass ich mich mit der Person gut verstehe. Ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich war dann meist mit männlich gelesenen Personen mit längeren Haaren befreundet. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die oft viel offener waren und viel interessantere Gedanken haben. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist auch nur ein Klischee. Nur weil jemand längere Haare hat, muss er nicht unbedingt offener sein. Aber die Erfahrung zumindest hat bei mir gepasst. Okay, dann können wir jetzt die zweite Frage machen. Zweite Frage ist, hast du in partnerinnenschaftlichen Beziehungen Erfahrungen mit Allonormativität gemacht? Wenn ja, welche? Möchtest du von einer oder mehreren Situationen erzählen, wo du Allonormativität in einer Beziehung erlebt hast? Ich würde dann auch erstmal mit meinen Erfahrungen einsteigen. Ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen dieser Art gemacht, was dazu geführt hat, dass mein Beziehungscounter inzwischen im zweistelligen Bereich ist. Meine längste Beziehung hat 1,5 Jahre gehalten, davon habe ich allerdings ein paar gesammelt. Allerdings geht es meistens so nach 1,5 Jahren dann daran kaputt, dass die meisten anderen Menschen eine höhere Libido haben als ich und mehr Interesse an Sex haben als ich. Ich dachte dann ganz lange, okay, ich werde niemals Beziehungen finden. Und dann habe ich angefangen, Beziehungen mit Menschen zu führen, die Ace sind. Und schlagartig wurden meine Beziehungen so viel besser. Und gerade führe ich in der Tat eine Beziehung mit jemandem, der allosexuell ist. Aber der Mensch ist vollkommen okay damit, dass wir ab und zu keinen Sex haben. Ich habe mich zwischenzeitlich dann immer entschuldigt. Und dann meinte er, okay, wenn du 70 bist, deine durchschnittliche Lebenserwartung ist, dann haben wir einfach die nächsten 22 Jahre keinen Sex. Das ist dann ungefähr die Mitte. Und dann weißt du, dass du die nächsten 22 Jahre auch nicht irgendwie sorry sein musst. Und dann ist das einfach voll okay. Also der Mensch ist einfach voll in Ordnung damit und möchte nur, dass ich mich wohlfühle in der Beziehung. Und er ist total glücklich mit mir. Und das ist so für mich was total Neues, aber auch etwas sehr Schönes. Nice. Ich muss sagen, ich habe bei weitem nicht so viele Beziehungen gehabt wie du. Ich glaube, ich habe mal irgendwann erwähnt, wie viele, aber das ist im Endeffekt auch egal. Ich kann nur sagen, ich hatte eine Beziehung mit einer sehr tollen Erfahrung, wo die Person einfach zu mir gesagt hat, sie
ich wusste damals noch nicht, dass ich Ace bin, aber die Person hat irgendwie geahnt, dass mir an Sex nicht liegt. Und die hat zu mir gesagt, als ich dann irgendwann mal gefragt habe, warum wir eigentlich bisher keinen Sex hatten, sagt, bist du dir sicher, dass du das willst? Und ich sagte, naja, eigentlich nicht. Ja, warum sollten wir es dann haben? Ist doch nicht richtig, wenn nur eine Person Spaß dran hat, was ich super fand. Und eine andere Beziehung, da muss ich aber sagen, waren wir beide noch ein bisschen doof. Da haben wir halt Sex gehabt, aber also nach dem ersten Mal war mir schon klar, das ist nie meins. Und zugegeben, ich bin auch ab und an dann mal so versucht auszuweichen, hab aber dann doch ab und an mitgemacht. Und ich glaube, die erste Beziehung, also wo das so war, die ist, glaube ich, auch letztendlich am ja, Unlust, was Sex angeht, gescheitert. Aber auch nur die. Also mir fällt gerade ein Fall ein. Ich weiß nicht wirklich, ob ich das als partnerinnenschaftliche Beziehung bezeichnen kann, aber es hätte eine werden können oder so. Aber das war auch, also mit einer Person, die wollte immer, da war sehr klar, dass die eigentlich Sex mit mir will oder eben auch penetrativen Sex mit mir haben will und ich wollte das nicht und es war irgendwie auch leicht weird. Es lag jetzt nicht nur daran, dass ich generell keinen Sex wollte zu dem Zeitpunkt oder nicht so viel Sex wollte, sondern es lag durchaus schon auch ein bisschen an der Beziehung, an der Person tatsächlich und an dem ganzen Gemisch, das da war, was ich sehr, sehr weird fand. Aber noch weirder fand ich halt, dass dann diese Erwartung so stark da war oder dieser Wunsch so stark im Raum stand und als so normal im Raum stand auch oder so als Standard im Grunde. Und dass jede Abweichung davon dann automatisch irgendwie, das muss ich dann irgendwie erklären, I guess. Und dann wollte ich halt noch weniger. So, also ja, ich meine, dieses Ding ist, ich meine, das andere war halt, dass es dann halt auch, dass ich wusste, es geht dann, wird dann im Endeffekt in dem Fall irgendwo dann um penetrativen Sex gehen und dem, weil das irgendwie so ein Ding ist, ich weiß nicht, es ist ja nicht nur irgendwie, es gibt ja nicht nur Allonormativität, sondern es gibt ja auch so eine Art Norm, dass penetrativer Sex und vor allem Penis in Vagina penetrativer Sex einfach irgendwie die Normvorstellung von Sex ist, was meiner Ansicht nach absoluter Quatsch ist. Und das alles zusammen hat dann dazu geführt, ich sagte, nein. Und dadurch, dass es halt so ein Standard war und irgendwie schon so nicht verhandelbar war, hatte ich halt das Gefühl, dass alles andere dann auch nicht diskutabel ist oder so. Oder nicht so leicht diskutabel ist. Und ja, das hat auch nicht geholfen, sagen wir so. Ja, wenn ihr mögt, würde ich gerne mal eine Antwort vorlesen. Die vielleicht ein bisschen. Ja, erzähl uns von wem anderen. Ja, kommen wir mal von uns weg. Und zwar hat hier eine Person geschrieben, ich habe Allonormativität, in diesem Fall nur allosexuellen und nicht unbedingt die alloromantischen Sinne, ist ja beides Allonormativität, extrem verinnerlicht. Trotz 10 Jahre offen Ace sein bin ich irgendwie an einem Punkt, in dem ich sexuelle Anziehung vorspiele oder auch ein höheres sexuelles Interesse, als ich es eigentlich habe. Das liegt nicht an meiner Beziehung, weil es dort nicht von mir erwartet wird, sondern einfach daran, dass es mir von allen Seiten signalisiert wird, dass ich meinen Partner sexuell anziehend finden muss und das zeigen muss. Das war jahrelang kein Problem, aber es fällt mir auf, dass ich das in letzter Zeit vorspiele, wofür ich mich schlecht fühle, als würde ich sowohl mich selber als auch meinen Partner bescheißen. Ich finde es traurig, dass die Person sich schlecht dafür fühlt, weil eigentlich, wenn halt bestimmte Dinge nicht da sind, dann sind sie nicht da, dann kann man darüber reden, ist es für mich okay, Sex zu haben, ist es für mich nicht okay, was ist für mich okay, was ist für mich nicht okay. Was macht mir vielleicht noch Spaß? Was möchte ich nicht? Aber sich schlecht dafür zu fühlen, dass ich weiß, es ist so, wird so von diesen ganzen Standards und von diesem ganzen und ganz oft auch einfach suggeriert von Leuten. Und da ist ganz viel Druck, aber es ist halt so schade, weil es halt dann auch diese Fähigkeit zur Kommunikation auch so einschränkt ein Stück weit. Was ich sehr, sehr schade finde, also zusätzlich zu, dass die Person sich schlecht fühlt, ist dieses, das Gefühl, seinen Partner zu bescheißen. Das kenne ich in der Tat auch. Ich habe da auch ganz viel und lange mit meinem jetzigen Partner darüber geredet am Anfang der Beziehung, weil ich das Gefühl habe, dass ich bei ihm halt wirklich alles sagen kann. Und das hat dazu geführt, dass er dann teilweise angefangen hat nachzufragen, wenn es irgendwie Richtung Sex ging mit, hey, du, bist du dir sicher? Möchtest du das gerade wirklich? Und das dann auch mir immer versichert hat, dass das okay ist, wenn ich nicht möchte oder so. Da habe ich festgestellt, dass halt einfach ganz viel wirklich daran liegt, wie andere Menschen drauf reagieren und mit einem interagieren.
So, ich hatte halt auch Partnerschaften, wo mein Partner gesagt hat, es ist okay, und man ihm aber angemerkt hat, dass es nicht okay ist. Oh ja. Also, was Finn vorhin meinte, mit, das steht so im Raum. Und genau, es liegt einfach super viel daran, wie andere reagieren und es signalisieren. Also die Person meint ja auch so, dass es von allen Seiten signalisiert wird, du musst das so haben. Das ist schwierig. Ich finde, ein ganz großer Punkt da ist auch, wie Leute mit ihrer eigenen Enttäuschung umgehen. Weil ich kann verstehen, wenn jemand enttäuscht ist, wenn gerade was nicht geht, was man sich gewünscht hat und so. Und das ist ja auch in einem Punkt auch okay. Aber dieses Sagen, du hast mich jetzt enttäuscht, weil du das nicht machst mit mir, das ist halt dann eine Schuldzuweisung. Es ist halt so eine Frage, wie gehe ich damit um, wenn mein eigenes Bedürfnis jetzt nicht erfüllt ist? Können wir da eine Lösung finden? Können wir da vielleicht an einem anderen, zum anderen Zeitpunkt eine Lösung finden? Ist es wirklich ein klares, vollständiges, ich will das gar nicht, nie? Können wir dann irgendwie ganz anders eine Lösung finden? Gibt ja Möglichkeiten, aber man muss darüber reden. Ich würde gerne noch eine Antwort dazu vorlesen, weil ich glaube nämlich, die passt von der anderen Seite da auch sehr gut rein. Ich mach's einfach mal. Und zwar eine andere Person geschrieben, wir waren beide irgendwie auf dem asexuellen Spektrum und wussten es nicht. Wir hatten sehr viel Sex, obwohl keiner von uns beiden wollte. Ich finde, das passt ganz dazu, weil irgendwie dieser Elefant dann gerne mal im Raum steht. Ob nun die eine Person mehr vorspielt, also ob sie will, oder zwei Leute sogar sich gegenseitig was vorspielen dadurch. Ja. Wobei ich da auch sagen würde, dass es vielleicht auch einfach dieser Wunsch, normal zu sein, in Anführungszeichen, wird, wenn die gesamte Gesellschaft sagt, das ist normal, und dann man den Wunsch hat, okay, ich möchte das, was andere auch haben. Also wenn man halt in Filmen sieht, wie glücklich Leute sind, die Sex haben, habe ich mir auch schon gedacht, okay, dann habe ich Sex, dann bin ich auch so glücklich. Funktioniert leider nicht so. Ja, es wäre zu schön und einfach. Ja. Also es ist halt einfach dieses, von anderen wird behauptet, das ist der eine Weg, und es gibt mehrere Wege. Es sind halt keine anderen Narrative und Bilder sichtbar. Darum ist Repräsentation so wichtig. Darum ist so wichtig, dass wir darüber reden und einfach, dass Leute wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt auch. Ja, definitiv. War ich auch. Da war ich richtig, richtig, richtig glücklich, dass ich das große Geschwisterchen von meiner kleinen Schwester bin. Die ist in einem Alter, wo alle anderen angefangen haben, Sex zu haben oder Beziehungen zu führen, mal zu mir gekommen und meinte, hey, du, ich weiß, du führst Beziehungen, aber ich weiß auch, du hast nicht so immer Sex in den Beziehungen. Ist das denn okay? Und ich so, ja klar, ist das okay. Warum fragst du? Und dann meinte sie, naja, sie hat halt weder Interesse an Beziehungen noch an Sex und ist sich halt nicht sicher, ob das okay ist. Und dann habe ich ihr erklärt, dass das voll in Ordnung ist und dass sie sich darüber keine Gedanken machen muss und dass das voll okay ist, wenn sie sie ist. So. Und da hat sie, also einfach diese Erleichterung, die ich in dem Moment bei ihr spüren konnte, dass sie sich jetzt nicht zu irgendwas zwingen muss oder so, weil sie durch mich weiß, dass es okay ist und immer jemand da ist, der halt auch zu ihr hält und sagt, hey, das ist in Voll Ordnung. Gut. Hätte ich auch gern gehabt. Da muss ich sagen, ich hatte in meiner engeren Familie, die Person wusste das damals nicht, ich werde auch nicht näher drauf eingehen, aber eine Person, die erst später rausbekommen hat, dass sie genau wie ich eben auch asexuell ist. Aber da ich diese Person hatte, die das zwar nicht wusste, aber die hat mir von Anfang an gesagt, es ist okay, wenn ich jetzt noch kein Interesse an Freunden habe. Bei der Person kam das auch ziemlich spät. Witzigerweise, das erste Mal, dass ich mich verliebt habe, kam im gleichen Alter, wie die Person das auch hatte. Aber das nur am Rande. Allerdings sexuelles Interesse kam halt nicht und ja. Soll ich noch eine Antwort vorlesen? Wir haben hier noch was Längeres. Ja. Gut. Ja, in meiner ersten Partnerschaft hat sich mein Freund, Allo, beschwert, sich nicht ausreichend begehrt zu fühlen und mich dazu gedrängt, häufiger Initiative in Hinblick auf sexuelle Handlungen zu ergreifen. Damals war ich mir meiner Asexualität noch nicht bewusst und habe mich stark verstellt, um seinen Wünschen und Vorstellungen zu entsprechen. In meiner zweiten Partnerschaft habe ich mehr kommuniziert, dass sexuelle Handlungen für mich nicht von Bedeutung sind und ich sie aufgrund sehr negativer Erfahrungen teils ablehne. Dennoch hat sich mein Freund, auch Allo, durch die Abwesenheit an sexuellem Interesse stets verletzt und nicht richtig geliebt gefühlt. Erklärungsversuche meinerseits haben ihm zumindest auf emotionaler Ebene nicht geholfen. Er hat mir später auch vorgeworfen, dass er sich unfair behandelt gefühlt hat und ich mir immer nur die Rosinen rauspicken würde. Er hat außerdem bis zu unserer Trennung fest geglaubt, dass meine Ablehnung von sexuellen Handlungen nur traumabedingt und somit heilbar sei und ich nicht asexuell sein kann. Gegensätzliche Aussagen meinerseits hat er nicht ernst genommen und als Angriff auf unsere Beziehung verstanden. In beiden Beziehungen wurde mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht geliebt werde
und keine Nähe bekommen kann und selbst auch nicht wahrhaftig lieben würde, wenn ich keine sexuelle Anziehung für die Partnerperson empfinde oder zumindest sexuellen Handlungen zustimme. Ich kann das so nachvollziehen, weil wie gesagt, so eine Art Beziehung hatte ich eben leider auch schon, dass mir quasi vorgeworfen wird, eben genau, dass ich die Initiative nicht ergreife. Aber ich konnte nicht Initiative ergreifen, weil es mich ja nicht interessiert hat. Und mir wurde auch am Ende vorgeworfen, dass ich die Person ja gar nicht richtig geliebt habe. Und das härteste Ding war dann der Satz, die Person hätte sich ja nur mit mir rumgequält. Also da war echt alles aus. Das ist schon krass. Ja, weil ich habe mir ja Mühe gegeben. Ich habe ja für die Person versucht, zumindest ab und an Sex zu haben. Ich habe auch versucht, so zu tun, als ob es mir Spaß macht. Aber das ist wohl aufgefallen, dass es das nicht tat. Es war jetzt für mich auch nicht super schlimm, aber es war halt für mich so, ja, wenn es dir gefällt, machen wir es halt. Ich meine, ich finde halt, aber das, da zeigt sich halt, dass das, was irgendwie erwartet wird, in vielen Fällen ja nicht mal nur ist, Sex zu haben, sondern dass dir dieser Sex auch überdrüber gefällt und dass dieser Sex dann scheinbar oder dass du einfach Initiative ergreifen und die andere Person begehren musst, das ist ja noch einmal mehr als, hey, ich habe da ein Bedürfnis, können wir da was machen, ist das für dich okay? Dabei war ja für mich schon, dass ich gegen meine Natur gehandelt habe und es mit der Person überhaupt gemacht habe, war ja für, von meiner Seite eigentlich schon ein Riesenbeweis, dass ich die Person gern habe, aber das wurde leider nicht gesehen. Voll. Also in diesem Text gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo ich einfach nur den Kopf schüttle, so dass die Person diese Erfahrungen gemacht hat oder dass auch ihr solche Erfahrungen gemacht habt oder ich. Ich hab die Texte vorher gelesen und habe beim Zuhören trotzdem den Kopf schütteln müssen. So. Was mich ganz dolle an diesem Text aufregt, ist diese Aussage mit dem Trauma, dass Menschen diese Idee haben, du bist gar nicht Ace. So, das ist alles heilbar. Das ist ein Trauma. Das ist so, kann ich mich nur drüber aufregen. So, selbst wenn Leute ein Trauma haben, können sie trotzdem dem Ace sein, das geht und das muss nichts miteinander zu tun haben. Selbst wenn es miteinander zu tun hat für eine Person, ist die Person dadurch nicht weniger asexuell, weil ein Trauma damit zu tun hat. Das ist nicht weniger wert. Ja. Und hat nicht weniger Bedeutung, wenn eine Person sagt, ich möchte keinen Sex haben oder ich möchte bestimmte Handlungen nicht ausführen oder ich möchte weniger Sex haben. Ja. Vollkommen unabhängig, warum das ist, ob die Person jetzt asexuell ist, ob sie keine Ahnung, vielleicht, ob sie das aufgrund von Trauma oder mit Trauma oder unabhängig von irgendeinem Trauma ist. Oder auch, wenn die Person wirklich einfach gerade Probleme mit sexuellen Handlungen hat, aus welchen Gründen auch immer, tatsächlich. Wenn die Person sagt, sie möchte keinen Sex haben oder wenig Sex haben oder bestimmte Handlungen nicht durchführen, möchte sie das nicht. Und dann ist das ein Nein. Egal warum. Und nur Ja ist Ja und Consent ist sexy. Darüber zu diskutieren zu müssen, ob das eine Grenze ist, die beachtet werden soll. Das, ich glaube nicht, dass das diskutiert werden müssen sollte. Weil wenn eine Person Nein sagt, sagt sie Nein. Ja. Was mir noch auffällt hier in diesem Text, ist halt diese ewige, wieder diese Stilisierung von Sex zur höchsten Form der Liebe und Intimität und Zeichen dafür, dass eine Person geliebt wird. Ja, dem kann ich zustimmen, dass das faszinierend ist. Also ich finde halt dieses, wenn du mich liebst, dann hast du Sex mit mir. Also warum nicht die Gegenrichtung? Wenn du mich liebst, dann hast du keinen Sex mit mir. Also warum ist die Handlung der Beweis und nicht das, also wenn zwei Menschen unterschiedliche Sachen haben, zu sagen, meine Richtung ist die richtige, ist, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Warum gibt es nur eine Art von Liebe? Ich muss ja sagen, bin ich froh, dass ich auch noch eine andere Beziehung hatte, die mir gezeigt hat, die Person mag mich und liebt mich und hat deswegen keinen Sex mit mir, dass es das eben auch gibt. Aber ja, ich verstehe das auch immer nicht. Warum ist das denn nur die einzige Möglichkeit, das zu zeigen? Kann ich nicht auch zeigen, dass ich dich gern habe dafür, dass ich für dich da bin, dass ich dir zuhöre, dass wir miteinander reden, dass wir uns streiten und wieder vertragen und einfach da sind, wenn was ist? Und ja, ich meine, ich räume ja immer meistens, wenn ich mit einer Person in einer Beziehung bin, der sogar ein bisschen mehr Zeit ein als langjährigen Freunden, was schade ist. Aber es passiert bei mir halt automatisch die romantische Anziehung. Bessert sich mit der Zeit, aber besonders am Anfang. Und das ist doch eigentlich schon ein Zeichen, dass ich sage, hey, den Menschen kenne ich schon so viel länger als dich und trotzdem sage ich, wenn du jetzt sagst, du willst dich unbedingt mit mir treffen, dann mache ich das. Das wird aber irgendwie nicht gesehen. Das erinnert mich wieder so ein bisschen an die eine Antwort, die wir vorhin hatten mit dem wie Bruder und Schwester leben, das ging ja gar nicht so und Sex gehört dazu. Das ist halt so, für mich hat Sex keinerlei Bedeutung in einer Beziehung. Also ich weiß, für viele ist das diese Intimität und höchstes der Gefühle und so und für mich ist das einfach, ich kann auch mit einem Kumpel Sex haben,
Aber in meiner Beziehung ist es mir viel wichtiger irgendwie, dass wir Händchen halten, dass ich mich sicher und geborgen fühle, dass ich mit ihm über alles reden kann. Ja. Das ist so, so viel wichtiger für mich. Das und ich Sex nicht. Ist mir so egal. Genau, Entschuldigung, das muss ich jetzt echt nochmal sagen, das ist wirklich dieses Geborgenheitsgefühl, das ist für mich so wichtig, dass man füreinander da ist, das ist eigentlich das, was mir wichtig ist, dass die Person sagen will, hey, ich bin für dich da. Natürlich möchte ich das auch bei Freunden, aber besonders eben bei einer Person, mit der ich zusammen bin, also romantisch in einer Paarbeziehung zusammen bin. Ja, beziehungsweise wenn Sex immer dieses Höchste der Gefühle ist oder die höchste Form von Intimität oder die höchste Form der Liebe, dann werden ja so viele andere Formen von Liebe und Intimität und vielleicht auch einfach Zweisamkeit oder Mehrsamkeit, je nachdem, einfach auch abgewertet oder weniger wichtig betrachtet. Und dabei gibt es doch so viel mehr und so viel mehr, aus dem man sich raussuchen kann, was wollen wir nicht. Das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, es gibt natürlich nicht nur Paarbeziehungen, man kann ja auch Poly sein und genau das ist ja dann ähnlich. Oh, dazu kann ich noch was sagen. Das Thema Poly. Tell us, Yoshi. Ja, ich hatte damals, als ich anfing, Poly zu sein, die geniale Idee, ich bin Ace, ein Haufen Menschen, die ich date, sind nicht Ace. Wenn ich jetzt also Poly werde, dann können die mit anderen Leuten Sex haben und ich bin fein raus, Problem gelöst. Ja, stellte sich raus. Also einer meiner Partner hat mir das dann erklärt, dass es ja nicht nur darum ginge, generell mit irgendwem Sex zu haben, sondern dass ich das häufig ja eigentlich möchte, mit bestimmten Personen Sex haben ist. Und dann ist halt meine wunderbare Lösung kaputt gegangen. Aber bis zu dem Moment war ich vollkommen überzeugt, dass das die Lösung sei. Tja, also wie sich fest herausstellte, anscheinend sind Menschen, die nicht Ace sind, häufig, dass sie mit bestimmten Personen Sex haben wollen und nicht einfach alles vögeln, was bei drei auf dem Baum ist. Tja, ich hatte Hoffnungen. Also ich bin durchaus davon überzeugt, dass man auch Poly sein kann und eben ohne mit Leuten Sex zu haben, aber ich verstehe, was du meinst, ja? Ja, man kann definitiv Poly sein, ohne Sex zu haben. Also aktuell habe ich so 3 bis 4 Beziehungen, je nachdem, ob man die eine On-Off-Beziehung zählt oder nicht. Von diesen 3 bis 4 Beziehungen sind 2 komplett asexuell, also in einer Beziehung ist die andere Person auch asexuell und bei der zweiten Beziehung ist es halt, eine Person sitzt da mit, okay, du möchtest mit mir keinen Sex haben, in Ordnung. Und bei den anderen beiden möchte ich ab und zu mit ihnen Sex haben, aber halt sehr, 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 sehr selten. Und das ist für die Person in Ordnung. Ja, ansonsten voll. Würde ich halt mit denen auch keine Beziehung führen. Ich muss aber dazu sagen, ganz wundert es mich nicht, weil Sex wird ja immer so als exklusiv in einer oder inklusiv in einer Beziehung dargestellt. Deswegen wundert es mich nicht ganz, dass die Person trotzdem auch bei Polybeziehungen meistens, also ja nicht unbedingt immer, wie du ja gerade gesagt hast, das dann vielleicht auch gerne hätten. Allerdings, diese Lösungsidee hatte ich auch schon, wenn man eine offene Beziehung führt und die Person dann mit jemand anders und so, ob das nicht geht, aber scheinbar nicht. Also ich kenne eine Person, bei denen funktioniert das aktuell. Also es ist eine Allo-Ace-Beziehung, eine Person Ace, eine Allo. Und die führen jetzt eine offene Beziehung. Und das klappt ganz gut. Aber es ist, glaube ich, nicht die Lösung für jeden. Es kommt halt auf die Person auch an und auf die beteiligten Personen und was die Bedürfnisse sind und so weiter. Definitiv. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir weitermachen, wir haben noch eine Antwort. Will die noch jemand vorlesen? Ich würde die gern vorlesen. Ich hatte im Winter 2020 geringfügiges Interesse an einem jungen Mann, was sich jedoch schnell in nichts auflöste, weil er einfach sehr darauf besessen war, seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Mit meinem Kommentar, dass ich glaube, asexuell zu sein, konnte er nicht viel anfangen. Er hat zwar gesagt, das sei okay für ihn, hat mich aber dann dennoch bereits nach 2 Tagen begonnen, ständig zu belästigen, mit Fragen, ob ich nicht mit ihm schlafen möchte oder ob er meine Brüste sehen kann, mit wem ich in der Vergangenheit geschlafen habe, etc. Immer wieder musste ich betonen, dass ich da a. generell wenig Interesse dran habe und b. mich unwohl fühle. Auf den Rest der Geschichte gehe ich nicht ein, aber Fazit ist, dass er sich unter Asexualität gar nichts vorstellen konnte und seine allonormative Einstellung sehr gepusht hat. Eine positive Erfahrung habe ich hingegen mit meinem jetzigen Partner gemacht, was auch erwähnenswert ist. Er ist eben nicht von Allosexualität als Norm ausgegangen und hat mir überhaupt keinen Druck gemacht, obwohl er selbst vermutlich eher in Richtung Allo fällt. Er hat sogar einfühlsam reagiert, als ich dann doch irgendwann von Asexualität gesprochen habe und gesagt, dass das okay ist und dass seine Familie ihn wohl auch schon einmal gefragt hat, ob er Ace sei, weil sie so verwundert waren, dass er kein Interesse an Frauen gezeigt hat, bis er auszog. War ein lustiges Gespräch zum Thema Allonormativität, das mir gezeigt hat, dass nun mal nicht jede Person, die Allo ist, automatisch davon ausgeht, dass alle Allo sind. Yay. Den zweiten Teil finde ich so schön. Also zum einen, dass der Partner
nicht davon ausgeht, dass alle Allo sind. Und zum anderen, dass die Familie halt auch nachgefragt hat mit, hey, du, so dieses, okay, Menschen scheint es doch bewusst zu sein, dass es sowas vielleicht gibt. Das ist schön. Toll. Ich kann den ersten Teil leider nachvollziehen, weil so eine Situation, also abgesehen davon, dass das nicht von Interesse von mir ausging, dass das mal da war, aber ich hatte auch mal so einen Menschen, der sich offensichtlich sehr angezogen gefühlt hat von mir, auch sexuell, und wo ich dann quasi gesagt habe, ja, ich habe kein sexuelles Interesse und ich bin halt auf dem Ace-Spektrum und so, und dann war erstmal so okay und dann war wieder so, ja, aber vielleicht und dann bla bla. Also, wow. Dann würde ich sagen, wenden wir uns mal der Frage zu, was sind eigentlich die Konsequenzen von Allonormativität? Also ein bisschen ist es ja schon angeklungen, aber ich denke, da können wir noch ein bisschen etwas sagen. Zum Beispiel würde ich gleich mal anfangen mit Aceback-Feindlichkeit. Also eine Folge von Allonormativität ist einfach die Diskriminierung von Menschen auf dem asexuellen und dann in weiterer Folge oder auch eben auch auf dem aromantischen und aplatonischen Spektrum und auf anderen A-Spektren, aber in dem Fall halt besonders die Diskriminierung von Menschen auf dem asexuellen Spektrum, weil eben der allgemeine Glauben besteht, ja, Sex ist gut und gesund und jeder will Sex, und mit den Leuten, die keinen Sex haben oder nicht so viel Sex wollen oder ein anderes Verhältnis zu Sex haben, da muss doch irgendetwas falsch sein oder nicht stimmen oder die müssen unglücklich sein oder mit der Beziehung muss etwas nicht stimmen. Ich sag mal, Sex kann ja gesund sein, aber es ist genauso gesund, es nicht haben zu wollen. Ja, und so feindlichkeitsmäßig geht es ja auch viel um Gender-Sachen. Also so bei Frauen wird ja häufig sehr klischeehaft so gesagt, ja, die hat ihre Tage, Migräne und deswegen will sie nicht. Und bei Männern ist es dann ganz häufig, wenn irgendwie Männer nicht möchten, mit, er sei kein richtiger Mann oder so. Also da wird ja auch ganz, ganz viel so Gender-Bashing betrieben. Ja, beziehungsweise mit Frauen, die keinen, oder eben mit Personen, die dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben werden, die asexuell sind oder keinen Sex wollen oder weniger Sex wollen, wird ja ganz anders umgegangen als mit Männern, die asexuell sind, keinen Sex wollen. Oder eben in den meisten Fällen in dem Fall mit Personen, die einfach mal in die Schublade Mann gestopft werden, weil bei den Menschen spielt das, glaube ich, oft die tatsächliche Gender-Identität der Person dann oft keine Rolle mehr, sondern die ordnen die einfach zu. Von wegen auch nach dieses Klischee, ja, Frauen, da ist Asexualität, die wollen vielleicht eh nicht so viel Sex, die wollen die Romantik in der Beziehung und so. Und die Männer wollen den Sex. Und das, sowas regt mich immer enorm auf selber, weil, also erstmal trifft es auf mich in der Form nicht so zu, also so gar nicht. Und das finde ich dann auch immer sehr, sehr schwierig in dem Sinne. Ja, sowieso, vor allem zum Thema Romantik. Also gut, dass ich Sex nicht will, liegt daran, dass ich Ace bin. Ja. Aber zum Thema Romantik in der Beziehung, ich bin ja demiromantisch, auch romantisch veranlagt. Aber das, was die Leute dann als Romantik sehen, das ist für mich dann eher meistens Kitsch. Und dann kann ich mir Dinge anhören wie, du bist so romantisch wie ein Ziegelstein. Ja, dann bin ich eben dein Ziegelstein. Ich bin gerne ein Ziegelstein. So, das habe ich euch aber gegeben. Ja, dieses Klischee, das nervt. Genauso wie Männer dann, also männlich gelesene Personen dann runtergemacht werden, wenn die vielleicht nicht so viel möchten. Das ist genauso in Ordnung. Ja, was irgendwie auch so total Quatsch ist. Auch diese Idee, ja, dann muss halt, ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen, die Frau mit dem Mann Sex haben, damit die Beziehung funktioniert und seine Bedürfnisse gestillt werden. Und ich so, was? Wieso? Also ich meine, ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die hatte sehr viel Spaß an ihrem Sexleben und die hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie kriegt, was sie möchte, und hat dann halt auch häufiger irgendwie von Menschen zu hören bekommen, dass sie eine Schlampe sei oder ein Luder oder sonst irgendwas, und sie saß da. Alle Menschen, die beteiligt sind, sind damit einverstanden, wie es läuft. Wo ist das Problem? Ja, nee, wirklich, wo ist das Problem? Aber ich würde sagen, das ist ja auch irgendwo mit Allonormativität verknüpft, weil quasi gesagt wird, ja, die romantische Beziehung ist der eigentliche Ort für Sex, oder diese monogame Beziehung ist es ja dann meistens, die da angenommen wird. Daraus folgt ja dann auch die Schwierigkeit, eben Partnermenschen zu finden, wenn man eben kein oder kaum Sex möchte. Ja. Oder einfach weniger Sex, weil du quasi genau diese, also erstens mal, wenn du nicht weißt, was Asexualität ist oder das asexuelle Spektrum, stehst du erstmal da und denkst dir vielleicht, ich muss das eh haben, um eine Beziehung zu haben, weil es ist ja jeder so. Die Leute fühlen sich ja erst einmal recht alleine, weil sie eben ganz andere Bilder, eben sehr allonormative Bilder immer gespiegelt bekommen.
bekommen. Und dann musst du überhaupt erst auf die Idee kommen, mir wen zu suchen, der das vielleicht nicht so sieht. Und wenn du dann weißt, dass es solche Leute gibt und wie du die findest, musst du halt trotzdem erstmal jemanden finden, wo das dann auch passt, weil nicht jede Ace-Person passt ja dann automatisch zu einer anderen Ace-Person. Nur weil die gerade ums Eck wohnt oder so, zufällig. Musst schon Glück haben, eine Ace-Person zu finden, die bei dir ums Eck wohnt. Ja, ich habe meine Suche inzwischen auf Deutschland ausgeweitet. Also ich meine, ich habe asexuelle Personen bzw. Personen auf dem asexuellen Spektrum in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Aber ja, trotzdem. Ja, es ist ja auch so, dass in der Schule oder sowas, es gibt Sexualkundeunterricht, aber dass es sowas wie Asexualität gibt, lernt man da nicht. Also zumindest habe ich das in der Schule damals nicht gehört. Und auch, ich war damals auch viel bei der BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und Pro Familia. So, da sind wir halt auch dann hingegangen mit der Schule, aber auch da habe ich davon nichts gehört. Ich habe das rausgefunden, weil mein Bruder ist sexuell sehr aktiv gewesen und ich dachte mir so, irgendwie sehe ich das nicht so in meiner Zukunft und habe dann halt viel im Internet gesucht und dann irgendwann Avon gefunden und darüber herausgefunden mit, hey, okay, es gibt sowas und ich bin nicht alleine damit. Aber so diese Aufklärung und dieses Sichtbarmachen, was Finn vorhin meinte, das ist halt so, das ist so super wichtig, weil es halt so wenig in den normalen Medien und Schulsachen ist. Das Ding ist, ich habe in der Schule über Queerness überhaupt nichts gelernt. Nicht nur über Asexualität oder Aromantik nicht, sondern einfach auch über, ich weiß nicht, also über alles, was nicht jetzt Penis in Vagina penetrativer Sex ist, habe ich nichts gelernt. Also ich glaube, bei uns wurde mal erwähnt, dass es Homosexualität gibt, aber näher drauf eingegangen wurde nicht. Und ich glaube, das war das höchste der Gefühle, was Queerness anging. Ich sag's mal so, meine Sex-Ad war für mich zu 99% unbrauchbar. Also bei mir hat es zu guten Noten geführt, weil in der Grundschule und in der 7. Klasse die gleichen Arbeitsblätter benutzt wurden und ich einfach aus meinen Grundschulheften abschreiben konnte. Aber das war auch der einzige Effekt. Mhm. Ich wollte gerade sagen, was vielleicht auch zum Thema Schule ganz gut passt, ist, das haben wir gerade in der Vorbereitung zur Folge darüber gesprochen, dass eben auch in der Schule eben Literatur gelesen wird, ohne ausgiebige Reflexion oder sensible Lehrkräfte, die sich eben mit dem Thema, jetzt nicht unbedingt Sex, aber mit Paarbeziehungen oder sowas beschäftigen. Oder durchaus schon auch Sexualität. Also wenn LehrerInnen Sachen zu lesen geben und dann sich nicht entsprechend damit auseinandergesetzt wird und einfach in der Annahme, dass das eh alle verstehen und eh alle so empfinden und eh jeder so weiß, ob das jetzt ist sicher bei Sexualität so, ist bei Paarbeziehungen so, das sind ja dann ganz viele heteronormative, allonormative, amatonormative, mononormative und wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere normative Bilder, die da reproduziert werden. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir im Englischunterricht irgendeinen Film geguckt haben, den auch auseinandergenommen haben und dann der eine als junge vorgestellte Charakter sich zwischenzeitlich ein Kleid angezogen und geschminkt hat und der Konsens der Klasse war, er ist schwul und ich da saß, vielleicht ist er auch trans oder zieht sich oder Crossdresser oder whatever. Woher wollen wir seine sexuellen Vorlieben kennen? Wir haben gesehen, wie er sich ein Kleid oder anzieht. Oder er ist einfach cis-hetero und hat sich halt mal ein Kleid angezogen und geschminkt. Ja, richtig. Genau, also es ist halt so ein, es gibt so viele Möglichkeiten, aber irgendetwas über seine Sexualität davon ablesen zu können, halte ich dann doch für sehr, sehr, sehr weit gegriffen. Ja. So. Also da hatte ich dann doch ganz viel mich gefreut, dass ich so in meiner Familie wenigstens ein paar queere Menschen habe, wodurch ich ein bisschen Bildung zum Thema Queerness hatte, weil es einfach echt nirgendwo sonst das auftaucht. Das hätte ich mir echt gewünscht, weil ich hatte in meiner Familie keine queeren Leute oder niemanden, von dem ich wüsste. Und ich hatte zwar dann, ich merke jetzt im Nachhinein, dass ich eigentlich einige befreundete Personen hatte, beziehungsweise zumindest bekannte Personen, mit denen ich besser verstanden habe, so ein bisschen, wo sich im Nachhinein jetzt auch herausgestellt hat, dass die queer sind, beziehungsweise die auch drauf gekommen sind, dass sie queer sind inzwischen und auch ihr Coming-out hatten und wo ich finde, voll cool, weil irgendwie queere Leute haben sich gefunden, obwohl wir überhaupt nichts wussten, aber es wäre voll schön gewesen, Leute zu haben oder alternative Vorbilder auch zu haben oder Leute, die einfach, wo man einfach sehen hätte können, ja, das ist eine Möglichkeit oder vielleicht, das ist etwas, was ich mir vorstellen kann, im Gegensatz zu, das sind alles Dinge, die ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Da bin ich sehr dankbar für meine Jugendzeit, weil ich hatte einen total queeren, quietschbunten Freundeskreis. Also Freundinnenkreis, meine ich. Da war alles dabei. Und mit dem wir jetzt wissen, dass ich asexuell bin, war wirklich alles dabei. Hetero, homo, bi, plus mich.
asexuell. Wir waren wirklich, also da war wirklich alles bei. Und da bin ich wirklich sehr dankbar dafür, weil ich bin voll damit aufgewachsen, dass das normal ist. Nur eben asexuell, als ich das erste Mal kennengelernt habe, übrigens erst mit 30 leider, da war ich noch ein bisschen, ja, hatte ich noch ein bisschen Probleme, weil ich nämlich vorher kennengelernt habe, Sex ist halt, ne, mag halt jeder. Nur ich halt nicht, dachte ich. Bisschen verstellte, gibt's auch noch andere Menschen, die es nicht mögen, was sehr cool ist. Mir fällt gerade auf, wo du über Schulfreunde sprichst. Ich war in zwei Gymnasien und an beiden Gymnasien hatte ich eine Person in meinem Freundeskreis, die sich später als asexuell rausgestellt hat. Ich bin auch noch mit beiden befreundet. Well, nice. Ja, genau. Also dazu kommt, Allonormativität führt ja dann auch dazu, dass asexuellen Personen oder Menschen auf dem asexuellen Spektrum, ob die nun jetzt Sex haben oder auch nicht, das ist mal dahingestellt. Aber weil vielleicht das Bedürfnis nicht dasselbe ist oder einfach eine andere Einstellung oder ein anderer Blick oder eine andere Perspektive drauf besteht oder ein anderer Umgang damit, Gefühle abgesprochen werden oder sogar Menschlichkeit abgesprochen wird und das als unnormal gesehen wird. Beziehungsweise dann auch Menschen, die gar keinen Sex haben wollen, geschämt werden. Ja, zu dem Thema Absprache von Gefühl, Menschlichkeit. Wie viele Charaktere kennt ihr aus Filmen oder Serien, die keinen Sex haben und in Anführungszeichen normal sind? Ein. Also die einzige Person, die mir jetzt gerade einfällt, wo ich weiß, dass sie keinen Sex haben möchte, zumindest soweit ich die Serie geguckt habe, ist Sheldon Cooper aus Big Bang Theory und der wird dauerhaft als Roboter bezeichnet. Ja, wobei bei Big Bang Theory gibt's ja ganz viel, was man da unpacken könnte, wie da ist ja seine Einstellung zu Sex konstant der Witz und wird sich ständig drüber lustig gemacht. Ja. Also mir fällt nur ein positives Beispiel an, es war leider nur eine ganz kurze Szene, aber ich habe mich trotzdem tierisch drüber gefreut. Ich weiß nicht, ob ihr Sex Education kennt, da gibt's eine, in einer Folge gibt's eine Szene, wo eine Person eben beschreibt, wie sie fühlt und da kommt dann raus, dass sie wohl asexuell ist und dass es völlig okay ist, wenn man eben asexuell ist. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut und die Person wirkte auch in Anführungszeichen normal, also ich mag das Wort normal nicht, deswegen Anführungszeichen. Ja, das fand ich ganz cool, aber ansonsten, tja, ich hätte mir gewünscht, ich hätte davon ein bisschen mehr Repräsentation gesehen. Ja, nee, also ich bin jetzt kein Fan von Sex Education, um ehrlich zu sein, aber das entpacke ich, glaube ich, an einer anderen Stelle, irgendwann einmal in einem anderen Podcast oder in einer anderen Folge, warum das so ist. Aber ja, es gibt tatsächlich nicht so mega viel oder vor allem nicht so mega viel, was dann, also ich meine, gut, es gibt ein paar Dinge, denke ich. Und dann natürlich sollten wir über Serien vielleicht hinausschauen, weil es gibt ja auch andere Orte für Repräsentation, sind halt Bücher, Computerspiele mitunter, Videospiele, ja. Ich weiß, dass es ein Computerspiel gibt, das von asexuellen Menschen, glaube ich, entwickelt wurde und auch irgendwo bei auf dem Aspect Jam Server mal beworben wurde mit, hey, das Spiel gibt es. Das steht seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Ich habe nur so viele andere Spiele, die ich aktuell spiele, dass ich mir selbst verboten habe, mir neue Spiele zu kaufen. Aber das finde ich halt auch so dieses, ganz häufig ist das Ziel von irgendwelchen Charakteren in Spielen, dass sie am Ende eine Beziehung haben. Also, ob es jetzt Zelda oder Mario oder sonst irgendwas ist, ja, so wirklich irgendwie mal was anderes gibt's. Ich möchte mal erwähnen, dass das ja nicht nur für, also ich habe jetzt gesagt, Shaming von Personen, die keinen Sex haben wollen und die werden dann als unnormal oder unmenschlich bezeichnet oder auch wenn Menschen sehr wenig Sex haben wollen, aber jetzt auch Menschen, die Sex haben wollen, aber vielleicht einfach keinen haben, leiden ja dann genauso darunter, wenn, weil das genauso geschämt wird dann. Also gerade jetzt bei Menschen, die als männlich eingeordnet werden von der Gesellschaft häufig. Das ist ja in der Serie, die ich vorhin erwähnt habe, auch mit drin. Ja. Aber ich, was ich vielleicht nochmal zu der Serie sagen wollte, mir ging es eigentlich nur darum, dass ich mich gefreut habe, dass mal eine Person repräsentiert ist. Ja, klar. Aber gut. Was wir vielleicht auch noch, weil wir da gerade bei dem Thema sind, sagen sollten, ein großes Problem ist ja auch die Pathologisierung. Ja, also ganz sicher. Ja, voll, schon allein die Diagnose, also HSDD, Hyposexual Desire Disorder, wenn ich mich jetzt nicht irre, wo ja die Beschreibung und viele Kriterien einfach auch auf Teile des asexuellen Spektrums oder auf manche Personen zutreffen können, die sich am asexuellen Spektrum bewegen. Und wo zwar dann teilweise davon gesprochen wird, ja, wenn eine Person asexuell ist, dann ist diese Diagnose nicht zu stellen.
oder wenn die Person nicht darunter leidet, aber dann muss die Person auch erst wissen, was Asexualität ist oder das asexuelle Spektrum. Und dann außerdem, wenn sie nicht darunter leidet, ist halt auch immer so ein bisschen schwammig, weil vielleicht leide ich nicht direkt daran, dass ich, keine Ahnung, anderes Verhältnis zu Sex habe, weniger oder keinen Sex möchte oder sonst irgendwas, sondern vielleicht leide ich darum, wie mein Umfeld damit umgeht, wie mich eine Person zu Sex drängt oder so, oder an einer schlechten Beziehung, in der ich dazu gedrängt werde und wo mir alle sagen, es ist eigentlich normal und du bist falsch. Da kommt es, finde ich, zu einer sehr großen Vermischung auch, und darum finde ich das immer noch nicht passend, sage ich mal. Ja, definitiv. Ich verstehe auch nicht, warum man generell immer der Meinung sein muss, bloß weil etwas nicht so ist, wie ich es sehe, ist es jetzt krank. Ich meine, wenn ich mich so hinstellen würde, wären 99% aller Menschen falsch und krank. Aber ich mache mich ja auch nicht zum Standard für alles. Hier, bin ja nicht der Maßstab. Eben. Ich fände das auch voll gruselig, wenn alle wären wie ich. Wäre mega gruselig. Oh, bitte nicht, das würde mich nerven. Also, wenn alle so wären wie ich. Ich wäre so frustriert die ganze Zeit. Ich würde keine 5 Minuten mit mir selbst in einem Raum aushalten, wenn ich mich klonen würde oder so. Also, wenn ich mich klonen würde, vermutlich schon, weil der Klon muss ja erstmal aufwachsen, dann macht er eh andere Erfahrungen als ich und dann ist die Person vielleicht schon ein bisschen anders als ich. Aber wenn ich mich jetzt einfach kopieren würde und das dieselbe Person nochmal wäre, ich fände das sehr anstrengend, glaube ich. Ich würde meiner Kopie sagen, du da lang, ich da lang, wir sehen uns einfach nie wieder, danke. Ja. Das klingt nach einem guten Oder Plan, auch, ja. Aber um zum Thema zurückzukommen, wir haben ja auch so viele Erfahrungsberichte darüber. Oh Gott, ich kann heute keine Übergänge machen, egal. Wie TherapeutInnen oder so zum Beispiel versuchen, Asexualität dann zu heilen oder auch, ich meine, Aromantik auch zu heilen, aber in dem Fall jetzt zum Beispiel Asexualität zu heilen. Und obwohl das vielleicht nie das Thema war für die Person, die in Therapie gegangen ist. Ich sag mal, gerade das kann ja zu weiteren psychischen Problemen führen. Ja, eben. Und dann weiterführend eben auch zu selbstverletzendem Verhalten, Suizidgedanken oder auch Suizidversuchen im schlimmsten Fall. Also wenn eine Person sich so komplett falsch fühlt und du von allen Leuten gesagt kriegst, du bist falsch und von Leuten im Gesundheitssystem gesagt bekommst, du bist falsch und von Leuten, die dir eigentlich helfen sollten, gesagt bekommst, du bist falsch oder du müsstest eigentlich was ändern oder es müsste etwas anders sein oder du bist das Problem. Das kann schon enorme psychische Auswirkungen haben. Ja, oder wenn man dann versucht, in Anführungszeichen normal zu sein und dann sich denkt, okay, dann habe ich jetzt Sex. Das kann halt zu extremen Traumatisierungen führen, so. Weil zum einen ist es halt psychisch total schlecht, Dinge zu tun, die für einen selbst nicht gut sind. Und zum anderen ist es ja auch, dass die körperliche Reaktion, wenn die Psyche nicht mitmacht, durchaus anders sein kann, was halt in der Tat zu Vergewaltigungen führen kann, im Sinne von, der Körper sagt, hey, wir möchten keinen Sex haben. Man zwingt sich selbst dazu, Sex zu haben. Es ist für den Körper kein großer Unterschied. Ja, und das führt dann vielleicht auch wieder, dass man einfach alle Normativität unabhängig vom eigenen Leben reproduziert. Ja. Wie wir ja, wenn ihr euch noch an die eine Antwort erinnern könnt vorhin, dass da zwei Menschen festgestellt haben, sie sind beide Ace und haben trotzdem Sex forciert, weil sie dachten, sie müssen. Ja, beziehungsweise auch, wenn, was ich mir jetzt noch dachte, auch, es kann auch dazu führen, dass man einfach in negativen, schlechten, schwierigen Beziehungen bleibt. Weil man glaubt, ja, die Probleme, das ist so, weil ich falsch bin oder weil ich diesen Standard nicht erfüllen kann, weil ich die Bedürfnisse von der Person nicht erfüllen kann, passieren Dinge oder so. Oder ist die Person wütend oder enttäuscht oder bla bla bla. Oder geht vielleicht auch über meine Grenzen und ich gehe selber auch über meine Grenzen. Das kommt ja dann daher, wenn man das so als Pflicht oder als Erwartung eben sieht und als Legitimation von Beziehungen, dass eben dieser Druck besteht. Auch der Druck manchmal, dass man schon ziemlich früh Sex haben soll. Ja. Ich habe mich am Anfang von der Beziehung mit meinem jetzigen Partner mal bei ihm bedankt, dass er so ein toller Mensch sei, weil er okay damit ist, dass ich keinen Sex mit ihm habe, so, und dass ich keinen Sex mit ihm haben muss. Und er guckte mich total geschockt an mit, wie, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ja,
Also er war total geschockt, als ich ihm dann von früheren Beziehungen erzählt habe, mit, das kann doch nicht sein. Ja, aber das gilt ja nicht nur für Personen auf dem asexuellen Spektrum, das gilt ja auch für alle Personen, wenn du in einer Beziehung bist und vielleicht gerade keinen Sex haben möchtest oder einfach, keine Ahnung, eine Zeit hast, in der du vielleicht ein bisschen weniger Sex haben möchtest oder gerade keine Lust hast oder whatever. Und dann halt trotzdem mit deinen eigenen Grenzen gehst, weil du denkst, ja, es muss halt jetzt sein und so. Das kann ja für alle Personen zu ähnlichen Ergebnissen führen. Es nur wahrscheinlich trifft es Personen auf dem asexuellen Spektrum oft häufiger und oft härter. Ja, aber ich stimme dir zu. Jeder Grund, keinen Sex haben zu wollen, ist ein vollkommen valider und guter Grund und sollte respektiert werden. Und wenn es ein, keine Ahnung warum, will gerade halt nicht, das ist ausreichend so. Man muss das nicht begründen, ich möchte keinen Sex, ist ausreichend. Übergriffiges Verhalten darf einfach nicht mehr als normal angesehen werden. Ja, total. Beziehungsweise was dann noch dazu kommt, ist ja, dass eben, ich hatte das vorher, glaube ich, schon mal erwähnt, dass PartnerInnenschaften, wo kein Sex ist oder nur sehr wenig Sex, dann nicht anerkannt werden oder nicht ernst genommen werden oder gesagt wird, ja, das ist ja nicht richtig oder da stimmt ja was nicht mit der Beziehung oder so. Und bist du sicher, dass das die richtige Person ist oder, keine Ahnung, wenn es dir nicht Spaß macht, vielleicht war das einfach nicht der Richtige oder die Richtige oder sonst was. Das wird ja dann auch gerne als Rechtfertigung genommen, zum Beispiel, ich sag mal Stichwort Rape Culture. Mhm. Also alle Normativität führt sicher auch zur Rechtfertigung von sowas wie Rape Culture, also von einer Gesellschaft quasi, in der sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung normalisiert werden, wo es sowas wie Täter-Opfer-Umkehr gibt, Slut-Shaming spielt da auch rein, ja, wo einfach auch sexuelle Übergriffe legitimiert werden und eben auch durch alle Normativität legitimiert werden. Weil es ja etwas ist, was scheinbar jeder will und dann kommst du, ja, die Person wollte es ja vielleicht eh. Ich muss immer noch dran denken, so, weil ich weiß nicht, ich glaube, das war irgendeine Serie, aber das hörst du öfter so. Dieser ja, aber ihr Rock war auch einfach zu kurz. Da könnte ich in die Decke gehen. Es gibt keine Kürze des Rocks und wenn die Person da nackt steht, wirklich, wenn die Person da nackt steht, hat niemand ein Recht, deren Autonomie zu ignorieren und eine Grenze zu überschreiten. Außerdem, denk mal an den Umkehrschluss. Wenn man das als Begründung benutzt, sagt man ja gleichzeitig, die andere Person wäre zu schwach und könnte sich nicht kontrollieren. Ist ja auch, ne? Ja, das ist blöd. Ja, genau so. Das ist ja einer dieser Punkte von wegen, was auch in konservativeren Kreisen dann immer wieder so kommt. Ja, also dann geht dann vor allem wieder sehr binär auf Männer. Männer sind halt visuelle Kreaturen und darum, keine Ahnung, musst du deine Schultern bedecken und dein Rock muss mindestens bis über die Knie gehen und bla bla bla. Und ich so, what? Willst du mir erklären, dass diese Person sich keine freien Entscheidungen treffen kann? Da wird ja ganz viel, also da wird einfach so viel Verantwortung geschoben. Von einer Stelle, wo sie hingehört, zu einer Stelle, wo sie nicht hingehört, meiner Ansicht nach. Weil dort, wo sie hingehört, ist bei einer Person, die, egal welches Geschlecht sie jetzt tatsächlich hat, einen sexuellen Übergriff begeht oder auch sonst wo eine Grenze überschreitet. Dort gehört die Verantwortung hin. Die Person ist verantwortlich dafür, dass sie das tut. Und ich meine, klar, in manchen Fällen, ich meine, es ist halt nicht immer so klar zu sagen, da hatten wir in der Konsensfolge ganz lang drüber gesprochen. Also es gibt natürlich diese ganz klaren Fälle, aber manchmal, ich kann mir einfach Situationen vorstellen in Beziehungen, wenn beide denken, es ist normal und eine Person will gerade nicht und die andere Person hat nie drüber nachgedacht, dass es vielleicht eine Person mal nicht will, dass es da zu extrem unangenehmen Situationen kommt und unguten Situationen, ohne dass da eine bewusste Grenzüberschreitung da war, aber auch nicht schön. Das fände ich so eine Sache, die man unbedingt in Schulen jedem Menschen vermitteln sollte. Kommunikation ist wichtig und man sollte über Sex oder über generell Berührungen, Konsens, Grenzen und ähnliches reden und nicht dieses, ja, über Sex redet man ja nicht. Weil einfach ganz häufig Kommunikation so wichtig und elementar für solche Sachen ist. Ich finde das zum Beispiel spannend bei einigen Menschen, und das stört mich jetzt auch wirklich nicht, einige Menschen, seit sie wissen, dass ich asexuell bin, fangen jetzt an mit mir über Sex, also ihr Sexleben zum Beispiel, zu reden. Für mich absolut kein Problem, aber ich finde das interessant, weil ich merke daran, da ist ein Bedürfnis, nur wird sich halt auch oft nicht getraut, darüber zu reden. Ja, also ich habe generell das Gefühl, dass wir nicht, dass nie über Sex geredet wird. Es wird viel über Sex geredet, aber immer auf eine sehr oberflächliche Art und Weise.
aber das nie ehrlich und tief und wirklich auf einer Ebene über Sex geredet wird, die uns weiterhelfen würde, gesellschaftlich oder auch vielleicht für unsere Beziehungen, unsere sexuellen oder so. Und da wünsche ich mir schon irgendwo mehr davon. Aber das habe ich bislang ironischerweise nur in der Aceback-Community erlebt. Stimmt, ja. Ich kenne es noch aus Poly- und BDSM-Kreisen, dass Kommunikation sehr, sehr gelobt wird. Aber ja, es ist halt nur in Communities, also ich habe es bisher nur in Communities kennengelernt, wo es halt aus bestimmten Gründen halt voll relevant war. Also so bei Poly ist es halt okay, wenn du mehrere Sexualpartner hast, ist es sinnvoll, darüber zu reden, wie Dinge mit anderen Menschen sind, um rauszufinden, ob man sich selbst in gesundheitliches Risiko begibt. Ja. Bei BDSM ist generell, dass man beachten sollte, welche Gefahrensituationen und ähnliches auftreten können. Dadurch ist da halt die Kommunikation immer von vornherein mitgegeben, im Bestfall. Es gibt natürlich auch Leute, die das alles nicht safe praktizieren und nicht kommunizieren. Ja, beziehungsweise ist ja gerade in Poly-Communities und bei BDSM-Communities auch Konsens ein Riesenthema auch. Ja. Und dadurch allein schon muss das thematisiert werden. Vielleicht hätte ich es auch sagen sollen, hauptsächlich in bestimmten queeren Communities. Das trifft es wahrscheinlich besser, aber so allgemein gesellschaftlich erlebe ich jetzt nicht so viel Gespräch über Sex und Sexualität allgemein auf einer für mich oder in meinen Augen irgendwie sinnvollen Ebene. Gibt es sicher auch, habe ich auch schon erlebt, aber es ist, glaube ich, also in meinem Erleben nicht so viel. Und die Kommunikation ist ja auch nicht nur wichtig, wenn es darum geht, ob man Sex haben möchte oder nicht. Ich meine, da ist sie ja definitiv sehr, sehr wichtig. Aber es kann halt auch für Menschen, die gerne Sex haben, super sinnvoll sein, sich drüber zu unterhalten, weil der Sex dadurch besser werden kann. Wenn man sagt, hey, das finde ich gut, das macht mir voll Spaß, das finde ich gar nicht mal so gut. Also das kann auch einfach das Sexleben besser machen, wenn man drüber willst redet. Willst du XY ausprobieren? Kannst du das noch einmal machen? Soll ich das noch einmal machen? Bla, bla, bla. Yes. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, wenn man kommuniziert, kann man vielleicht sogar feststellen, es gibt nämlich auch Personen auf dem Aceback, die Sex mögen und vielleicht auch gerne mal Sex haben, aber sowas kann man dann auch nur rauskriegen über Kommunikation. Yay, genau, voll. Jetzt haben wir ja über die ganzen Konsequenzen von Allonormativität gesprochen und ich denke, jetzt würde ich gerne mal wieder auf eine Frage eingehen, die wir euch gestellt haben. Und zwar, wie bist du mit Erlebnissen umgegangen? Hast du vielleicht Tipps für andere, wie sie sich gut mit solchen Situationen eben, wie sie damit gut umgehen können? Vielleicht lesen wir doch gleich mal eine Antwort vor. Mag ja, jemand? Ich kann gleich ja, gerne anfangen. Oder möchtest du, Yoshi? Ja, dann mach ich. Das erste ist von einer non-binären Person, die asexuell ist. Den meisten Gesprächen dieser Art gehe ich aus dem Weg oder lasse sie über mich ergehen, weil ich keine Lust auf Diskussionen und Erklärungen habe. Manchmal aber drehe ich den Spieß gerne um. Wenn die Leute verwundert sind, dass ich noch nie sexuelle Anziehung verspürt habe und anfangen, Fragen zu stellen, dann fange ich auch an, ganz interessiert Fragen zu stellen, wie es sich denn anfühlt, sowas zu verspüren und lasse sie erklären. Die meisten geraten dann selbst ins Straucheln beim Erklären und fühlen sich unwohl und merken dadurch, wie ich mich umgekehrt fühle. Zumindest rede ich mir das ein. Finde ich sehr cool. Ja. Sehr cool. Der Anfang, so ein bisschen, meistens gehe ich Gesprächen aus dem Weg, finde ich, zeigt ganz schön, man muss das nicht immer übers Knie gehen lassen, man muss auch nicht immer aufklären. Niemand ist verpflichtet, sich da irgendwie zu outen oder aufzuklären oder das zu schultern, vor allem dann, wenn die Person nicht sicher ist, aber auch wenn eine Person einfach keinen Bock hat. Wir sind kein wandelnder Lexikon-Eintrag. Aber den zweiten Teil finde ich auch ganz cool. Bisschen erinnert es mich daran. Es geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber es gab so eine Zeit, da habe ich festgestellt, zum ersten Mal, dass Leute tatsächlich masturbieren. Regelmäßig. Und dann bin ich herumgelaufen und habe Leute nach ihrem Masturbationsverhalten gefragt. Schön, dass ich nicht die Einzige bin, die sowas tut. Ich habe das gemacht, eine Zeit lang relativ exzessiv. Kleine Feldstudie oder so. Ja, mein Ergebnis war, dass die meisten männlichen Personen aus meinem Umfeld im Durchschnitt einmal am Tag masturbieren. Finn, konntest du ähnliche Ergebnisse erzielen? Nicht ganz so einmal, aber ja, geht in die Richtung. Sehr schön. Allerdings habe ich auch weibliche und weiblich gelesene Personen in meinem Umfeld, die masturbieren, aber nicht ganz so häufig in vielen Fällen. Zumindest war das zu dem Zeitpunkt so. Ich weiß nicht, wie sich das verändert hat.
Das ist die Zeit des wirklich starken Interesses daran, ist dann auch irgendwann vorbeigegangen, als ich mein Verständnis davon hatte und so. Und wusste, dass Leute das jetzt machen. Ich war einfach ein bisschen sehr überrascht anfangs. Und dann habe ich einfach mehr geforscht, sagen wir so. Also ich muss sagen, die Forscherin finde ich nicht schlecht, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Aber was ich nochmal zum ersten Teil sagen möchte, natürlich, man ist nicht verpflichtet aufzuklären, man kann Gesprächen ruhig aus dem Weg gehen. Ich habe inzwischen gerne mal Broschüren oder Links zu Broschüren parat. Und wenn da so Fragen kommen und ich keine Lust habe, dann hier, lies selbst. Du kannst mich gerne später dann fragen, wenn du es gelesen hast. Das finde ich auch noch eine gute Variante. Und den Spieß umdrehen finde ich schon ziemlich cool. Das habe ich inzwischen auch schon mal gemacht. Einfach eine Gegenfrage stellen, da kommen doch einige schon ins Straucheln. Und wenn man die Energie dazu hat und möchte, kann man natürlich auch immer gerne aufklären. Ist auch wichtig. Natürlich. Aber niemand muss immer. Das ist keine Verpflichtung. Und schon gar nicht unsere. Ja, ich würde dann einfach gleich noch eine Antwort vorlesen. Und zwar, es ist nie ratsam, Romane, Soaps, Erzählungen von anderen etc. zu ernst zu nehmen. Nur weil andere Menschen von ihrem erfüllten, unglaublich tollen Sexleben erzählen, muss das noch lange nicht auf jeden zutreffen. Jeder Mensch sollte diese Erfahrung in seinem eigenen Tempo machen oder eben nicht machen. Da hat sich niemand einzumischen und jeder Mensch ist toll, ob er nun Sex hat oder nicht. Ich finde den letzten Satz so großartig. Juh. Ich finde das so toll. Jeder Mensch ist toll, ob er nun Sex hat oder nicht. Also wenn ich irgendwann mal zu einem CSD gehen sollte und ein Schild brauche, werde ich mir das auf ein Schild malen. Das ist, ja. Stimm dir zu. Ja. Ich finde aber, da könnte man auch noch ein Schild mit Liebe machen. Jeder ist, Mensch ist toll, ob er nun liebt oder nicht. Oder nicht. Ja. Oder liebt oder nicht, ja. Genau. Das ist schön, ja. Yes. Ich glaube, ich würde gerne noch eine Antwort hinterher schieben. Und zwar hat da eine Person geschrieben, wenn ich gefragt werde, was, wenn ich doch irgendwann mal Kinder haben will, antworte ich, dass es ja auch Adoptionen gibt. Dann ist die Konversation meistens vorbei. Klammer auf, oder künstliche Befruchtung. Stimmt. Ich finde es einfach, im Nachhinein finde ich es so lustig, dass das der Ort war, wo mein Hirn mit 16 Jahren hingegangen ist. Nicht zur Adoption, zu künstlicher Befruchtung, I guess. Nee, ich kann das halt nicht. Also inzwischen hat sich das ja auch erledigt, weil ich will halt einfach keine Kinder. Allerdings ist das ja auch etwas, was einem sehr gerne aberkannt wird. Besonders, wenn Menschen einen irgendwie als weiblich lesen oder einordnen. Also ich muss in der Tat zugeben, an sich hätte ich schon gerne Kinder, aber bei mir ist es halt medizinisch halt nicht drin und adoptieren darf ich nicht und damit werde ich halt keine Kinder haben. Ja. Ja, ich möchte nicht. Bei mir wäre es wohl medizinisch noch möglich. Ich bin jetzt in meinen 30ern und bin darüber eigentlich sogar sehr erfreut, weil es hört jetzt so langsam auf. Es gibt zwar noch so vereinzelt Menschen, die sagen, die biologische Uhr tickt und ich denke nur, ja, lass sie austicken, dann habe ich meine Ruhe. Yes. Aber ja, also ich weiß nicht, was wozu. Also ich mag Kinder sehr gern. Ich habe das gemerkt, ich habe mein FSJ in einem Hort gemacht. Also ich finde es toll, Kinder zu betreuen, mit Kindern zu spielen, mit Kindern was zu unternehmen. Aber ich finde es auch toll, wenn ich die abends wieder abgeben kann. Ja, Kinder sind toll, aber ich will nicht vollumfänglich für sie verantwortlich sein jeden Tag. I guess. Nee. Keine Lust. Und ich wollte noch was sagen, von wegen, weil das weiblichen Personen ja oft auch abgesprochen wird oder einfach nur weiblich gelesenen Personen oder als weiblich eingeordneten Personen, dass sie keine Kinder wollen, wo man sagt, ja, das ändert sich noch oder so. Das glauben irgendwie Menschen oft auch nicht und ich finde das so absurd, weil so viele männlich gelesene Personen, die ich kenne oder männlich eingeordnete Personen, männliche Personen auch tatsächlich, wollen Kinder und wollen Familie. Und ich frage mich manchmal, wie kommen Leute auf ihre Ideen oder Vorurteile oder Klischees? Ich verstehe es nicht. Es lässt sich in meinen Feldstudien nicht replizieren oder in meinen Erfahrungen. Leben die in einer anderen Welt als ich? Haben sie andere Daten? Keine Ahnung. Ich würde behaupten, sie beziehen sich ganz häufig auf Dinge, die sie irgendwo gelesen haben. Und wie wir alle wissen, ist alles, was im Internet steht, immer wahr. Und ja, das fliegende Spaghetti-Monster kommt uns alle morgen holen oder so. Oh je, da kriege ich ja fast Angst. Vor Angst müssen wir schnell die nächste Antwort vorlesen, damit wir nicht noch hier sitzen, wenn das fliegende Spaghetti-Monster dann kommt.
Okay. Und zwar hat eine Person geschrieben, okay, ich rede wie langsamer. Gerade in meiner Beziehung haben wir sehr viel kommuniziert und sind am Ende zu dem Schluss gekommen, dass unsere Beziehung nur uns etwas angeht. Und solange wir glücklich sind, ist es egal, was andere Menschen sagen oder wie das gesellschaftliche Bild ist. Außerhalb der Beziehung ignoriere ich Kommentare oder so meist. Wenn man nicht darauf eingeht, reden die Leute meist über etwas anderes. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Irgendwann hat man das dann raus. Wie gesagt, ich hatte ja die Beziehung, wo kommentiert wurde. Ihr seht aber eher aus wie Kumpels. Ich bin nicht drauf eingegangen. Und dann war auch wieder Ruhe. Boah, ich täte mir da, glaube ich, sehr schwer. Also ich kann mir voll vorstellen, dass das für manche Menschen voll hilft und voll gut geht. Aber ich glaube, ich täte mir da einfach so schwer, solche Dinge so stehen zu lassen. Der Gedanke, den mein Kopf gerade als Antwort hatte, war ein, zu dem, ihr seht ja aus wie Kumpels, ja, hättest du auch gern, war. Ich glaube, das hätte bei der Person, die das gesagt hat, nicht geholfen. Das war eine Person, die wirklich sehr auf, ich sag mal, Kitsch stand, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man das möchte. Hat sogar auf einer Hochzeitsmesse die Partnerperson für einen Tag schon mal geheiratet, um zu testen, wie es ist. Und freut sich über einmal die Woche eine Rose bekommen und so. Wo ich mir denke, die arme Pflanze. Wenn du mir unbedingt die Pflanze schenken willst, schenkst du mir mit Topf. Dann hat sie noch eine Chance zu überleben. Wobei bei meinem schwarzen Daumen wird es schwierig, aber ich gebe mir Mühe. Mal mir ein Bild von der Pflanze. Ich habe in der Tat ein Bild von einer Rose mal von jemandem gemalt bekommen und fand das so cool. Das ist dann immerhin noch, das hat noch einen kreativen Touch, bitte. Ich habe das auch noch. Cool. Also den Menschen habe ich nicht mehr in meinem Leben, aber das Bild finde ich bis heute gut. Das hält auch länger. Richtig. Manchmal halten Bilder länger als Beziehungen. Bei mir leider meistens. Ups. Ah ja, sorgt für Abwechslung. Ja gut. Wir haben ja noch eine Antwort. Mag die noch jemand vorlesen? Sehr gerne. Aufklärung über LGBTQIA+-Themen. Nicht nur für Betroffene, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Jeder verdient es zu wissen, dass das allonormative Bild, egal ob im Aro- oder Ace-Kontext oder sonst irgendwie, nicht die einzige Möglichkeit ist, Beziehungen zu führen. Wie sollten Leute mit der Situation umgehen? Honestly, einfach wenn man in der Ace-Community oder Aro-Community aktiv ist, sieht man, dass man mit diesen Erfahrungen nicht alleine ist. Aber ansonsten kann man das nicht viel tun, weil es ein systematisches gesellschaftliches Problem ist und alle sexuelle und alle romantische Personen oft nicht verstehen, warum es so wichtig ist, diese Perspektiven mit zu berücksichtigen. In dem Fall ist es halt wichtig, da Aufklärungsarbeit zu leisten, die sich explizit an Nicht-Betroffene richtet und in der Gesellschaft es mehr zum Thema zu machen, weil wir in der A-Community nun mal nicht alleine eine Veränderung an den gesellschaftlichen Normen erreichen können, ohne dass auch Allos und nicht queere Menschen unsere Anliegen nachvollziehen können. Genau. Wenn, da müssen alle mitspielen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Aufklärung ist schon noch wichtig und wir hatten ja vorher auch schon über Sex-Ed geredet und so. Ich möchte aber ergänzen, dass es nicht das Einzige ist. Ich glaube, wir müssen gegen so ganz klar feindliche und allonormative Angriffe auch. Also es gibt ja auch Personen, die einfach bewusst, und ich habe das Wort jetzt auch bewusst verwendet, weil natürlich gibt es Uninformiertes und natürlich gibt es Leute, die einfach gesellschaftliche Bilder aufgenommen haben und replizieren oder so und Dinge halt einfach ohne drüber nachzudenken sagen. Aber es gibt ja auch Leute, die bewusst Personen auf dem asexuellen Spektrum oder auch auf dem aromantischen Spektrum und aplatonischen Spektrum vielleicht auch angreifen und auch mit solchen Behauptungen angreifen. Dass Sex ja so etwas Notwendiges wäre und jetzt nicht nur uns, sondern auch Transpersonen. Da geht es dann im Endeffekt auch oft sehr viel um Sex in diesen Argumentationen, wenn man sie bis zum Ende verfolgt. Und dagegen müssen wir auch, oder muss sich jetzt nicht jeder Einzelne, aber wäre schon wichtig, dass es auch Stimmen gibt, die sich aussprechen dagegen. Und auch klar sagen, nein, das geht so nicht und das stimmt so nicht und das passt so nicht. Und dann in manchen Fällen vielleicht tatsächlich sogar politisch aktiv werden, wo das Sinn macht und sich anbietet. Im Lexikon haben wir heute Compulsory Sexuality. Das ist angelehnt an Compulsory Heterosexuality und Compulsory Sexuality meint so viel wie vorgeschriebene oder erzwungene Sexualität. Das heißt, es wird in unserer Gesellschaft erstmal angenommen und erwartet, dass alle Menschen allosexuell sind. Und alles, was irgendwie davon abweicht und nicht dieser Norm entspricht, ist krankhaft, wird abgewertet, nicht anerkannt. Genau. Und
Man kann das Wort compulsory sexuality, beziehungsweise die Wörter, synonym zum Wort Allonormativität verwenden. Natürlich, wie auch beim Rest der Folge, heute bezogen auf Sexualität. Und dann gebe ich weiter in die Kulturecke. Und für die Kulturecke habe ich euch heute einen anderen Podcast mitgebracht, und zwar Ace Around the Cake, oder besser gesagt Ace Around the Cake, der Podcast von und für asexuelle, aromantische Menschen. Das ist ein neuer Podcast zu Aceback-Themen. Da werden auch immer wieder mal ein paar Gäste eingeladen. Bislang ein paar tolle Folgen schon. Hören kann man den Podcast auf jeden Fall auf Spotify, und es gibt auch einen Channel auf Aceback German, wo die Folgen auch angekündigt werden. Dort könnt ihr die also auch finden. Aber alle Infos dazu haben wir auch in den Shownotes für euch. Also klickt einfach mal rein. Ist ein cooler neuer Podcast. Hört's euch mal an. Ja, und jetzt darf ich euch die Abschlussfrage stellen, und zwar, was nehmt ihr aus der Folge mit? Yoshi, fang doch mal an. Ja, was ich aus der Folge mitnehme, ist einmal das Traurige, dass ich mit meinen blöden Beziehungserfahrungen nicht alleine bin. Aber ich nehme auch was sehr, sehr Schönes mit, und zwar die Idee, den Spieß umzudrehen und Leuten, die einen mit nervigen Fragen nerven, zurück Fragen zu stellen, in der Hoffnung, dass sie dann sehen, wie das denn so ist. Finn, wie sieht's bei dir aus? Ich weiß nicht, also immer, wenn ich mich mit Allonormativität oder auch generell oft mit Aceback-Feindlichkeit oder Amatonormativität und den Konsequenzen bzw. Folgen daraus beschäftige, komme ich immer mehr so zu dem Schluss oder immer mehr so dieses Bewusstsein, wie das nicht einfach nur Personen auf dem aromantischen, asexuellen oder auf einem anderen A-Spektrum betrifft, sondern dass das generell Menschen betrifft, auch nicht-queere Personen oder andere queere Personen, und dass wir da eigentlich sehr viel im selben Boot sitzen. Und das finde ich immer, wenn mir das so bewusst wird oder mehr bewusst ist, schon eine krasse Erkenntnis, und dass das eigentlich alle angeht, uns alle angeht und auch über uns hinaus alle angeht. Einfach um gesundere Beziehungen auch zu führen, vielleicht ein Stück weit. Ich kann schon sagen, ich nehme im Prinzip das, was ihr gesagt habt, auch mit. Also es ist traurig, das zu sagen, aber gleichzeitig auch beruhigend, dass ich nicht damit alleine bin. Also weil das war ja wirklich lange Zeit eben mein Gedanke, oh Gott, ich bin damit allein und ich bin komisch und ich bin falsch. Und irgendwie ist es auch traurig, dass wir drüber reden müssen. Aber irgendwie ist es auch schön, dass ich jetzt hier Leute habe und auch mit der ganzen Community, dass wir drüber reden können. Und in der Hoffnung auch noch bald weit über den Aceback-Kreis und Queerness-Kreis hinaus. Gut, dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Jetzt bleibt mir noch, mich bei allen zu bedanken, die unsere Umfrage ausgefüllt haben. Wir freuen uns immer über alle Antworten und lesen alles, auch wenn wir leider nicht alles im Podcast vorlesen können. Und wir finden das immer sehr, sehr spannend. Also vielen Dank für jede Antwort von euch. Im Vorbereitungsteam waren diesmal noch dabei, neben mir und Noah, noch Luna, JJ und Delphine. Vielen Dank euch für eure Hilfe und die Vorbereitung und Recherche. Dann noch vielen Dank an Yoshi. Yoshi ist nämlich ganz kurzfristig für die Moderation eingesprungen. Genau, den Schnitt der Folge wird MeToo übernehmen. Vielen Dank, MeToo. Ja, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Rückmeldung habt, Feedback, Fragen, irgendwelche Anmerkungen zur Folge, dann schreibt uns doch gerne, auch wenn ihr Folgenideen habt, wenn ihr ein Thema habt, von dem ihr wollt, dass wir es gerne mal behandeln, meldet euch bei uns. Erreichen könnt ihr uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben auf inspektren@gmx.net, und ihr findet uns noch auf dem Aceback German Discord-Server. Dort haben wir einen Channel, in den ihr schreiben könnt, und ihr könnt auch im Voice-Chat mit uns reden. Vielen Dank und tschüss! Ciao! Tschüss!